Thomas und Anja haben sich den Lebenstraum erfüllt, haben alles verkauft, Haus und Hof, nur die Hunde nicht, und haben sich diesen Haufen zugelegt. Ich zeig's mal gerade. Er ist blau, er ist wunderschön. Er fährt zwischen 60 und 80, vielleicht auch mal 90, aber meistens langsam, denn sie sind ganz langsam unterwegs. Und das sind eigentlich die Stars in dieser Geschichte. Es sind zwei Labradore, zwei Männer. 6 Jahre alt und sie werden gebarft mit ca. 500 Gramm Frischfleisch und viel Gemüse. Und ja, du bist der Thomas. Hallo Thomas. Du bist ganz schwer krank gewesen, muss man sagen. Du hattest Krebs und das gleich 5-mal hintereinander und hast es überlebt bis knapp über 40. Ja, ganz knapp. Ganz knapp über 40. 49, ja. Das ist deine liebe Ehefrau Anja. Ich grüße dich herzlich. Ihr wart auf großer Reise in Tunesien mit dem schönen Fahrzeug. Haufen habe ich ihn genannt, aber viele Leute werden sagen, es ist ja jetzt kein Sportwagen wie ein Tesla, stromlinienförmig, sondern es ist ein Nutzfahrzeug. Ja. So ist es, ja. So. Und der heißt Mighty Mo. Mighty Mo, die Sonne kommt raus. Genau, ist es schön? Wunderbar, immer wenn wir hier in Hasloch sind. 23. November, fühlt sich das an wie kurz vor Winter hier? Oder? Ja, die Mütze habe ich immer auf. Ne? Also heute Morgen war es frisch, jetzt kommt die Sonne. Ja. Oh, die sind so goldig. Die habt ihr jetzt seit 6 Jahren. Mhm. Hunde und Auto, das gehört irgendwie zusammen, oder? Ja, für uns schon. Also für uns gibt es kein Leben ohne Hunde. Und jetzt gehört der Mighty Mo eben auch dazu. Das ist die Alarmanlage auch? Ja. So, ich zeig's mal gerade. 2 Stück Labradore. Das sind aber kleine Labrador? Ja, genau, von der Arbeitslinie. Es gibt ja einmal eine Showlinie, etwas größer, ein größerer Kopf. Und das ist die Arbeitslinie. Bisschen schlanker, zierlicher. Die zwingen dich rauszugehen. Es ist ja so, du bist so ein Typ, der immer gerne lange geschlafen hat im Leben, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich bin Frühaufsteher, bin gerne in der Natur und da passt es. Da gehören die zwei dazu und da habe ich noch mehr einen Grund, mit denen rauszugehen. So, ihr geht wie oft raus am Tag? 3-mal mindestens. 3-mal am Tag geht ihr raus. So, die haben ja auch nicht kalt. Die haben auch ein Winterfell eigentlich? Ja. Haben die auch. Also ich habe ja Windhunde, die haben gar kein Fell. Also es ist so irgendwie, die da irgendwie reinkommen, die sind sehr goldig. Ja, hier ist Tobi. Ja, grüß dich Sven, servus. Ja, da vorne steht noch so ein Haufen, das ist der Beast. Das ist unser Beast Reloaded, weil wir haben vorher schon mal eins gehabt. Guck, da hinten steht das alte Beast, das hat fast die gleiche Farbe. Ja. Und deswegen Reloaded, also die Neuauflage wie von Matrix Reloaded. Ja, sind wir ein bisschen Rallye gefahren dieses Jahr, Phoenix Rallye steht da noch drauf. Sehr spektakuläres Fahrzeug, gibt es ein Video dazu, glaube ich, oder? Gibt es ein Video. Wir haben übrigens ein Wettrennen zwischen diesem Fahrzeug und Mighty Mo. Gefilmt. Ihr seid gefahren und der Thomas ist sogar selber gefahren. Der geht schon gut ab, muss man sagen. Der hat eine Wanderautomatik, du kannst ihm Vollgas geben und dann kommen lassen. Ja, du musst halt die Handbremse angezogen lassen, hast du mechanische Launch Control. Genau. So haben wir das gemacht. Im Prinzip gelben, aber er hat beim ersten Rennversuch hat er klar mit dem Schaltgetriebe und seinem V8 die Nase vorn beim Losfahren. So. Leistung ist gar nicht schlecht. Also normalerweise ist das ja jetzt ein Nutzfahrzeug. Deiner hat 300 PS, 1500 Newtonmeter ungefähr, plus minus. Ja, das langt? Reicht einwandfrei. Also für uns zum Vorwärtskommen, auch in der Wüste, waren wir nicht langsam unterwegs. Nee. Immer ausreichend und der V8 hat halt ein schönes Grunddrehmoment. Ja. 14,6 Liter Hubraum. 14,6? Ja, tun da echt das Notwendige dazu, dass es vorangeht. Der hat 14,6 Liter? Der hat 14,6 Liter. Hubraum, ja. Keine Turboflade. Sensationell. Ja gut, wer hat, der hat. Ja. Den gab es auch original bei Daimler bis fast 600 PS. Ne? Die ja, genau. 550, 580. Mit Turbo. Biturbo und... Ja, ein cooles Fahrzeug, der war schon gebaut, muss man sagen. Du hast dich direkt drin verliebt, bist reingegangen, hast gesagt, das ist... Ja, nachdem er uns den dann gezeigt hat, war es um uns geschehen. Also man muss dazu ein bisschen was sagen. Der ist ja von außen, sieht er so ein bisschen ungewohnt aus in dem Bild, weil er 2 Farben hat und außen auch die Verkleidung, diese Folie etwas einen anderen Eindruck vermittelt als die GFK-Kabine zum Beispiel. Mhm. Ist eine Vollholzkabine. Und Vollholz. Vollholz, also das bedeutet, es ist ein Vollholz-Sandwich mit einer diffusionsoffenen Bauweise. Das heißt, kann atmen tatsächlich, da kann Dampf nach außen, trotzdem ist sie wasserdicht. Und das Wohnklima ist halt phänomenal. Also jeder, der da reingeht und es nicht weiß, ist erstmal geflasht. Ne? Ja. Also auch die ganzen, oder? Du bist ja, da so ein ganz kleines bisschen ökig? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Nee, aber ich mag, also...
Ich mag, also dieses Holz, das hat mich wirklich überzeugt. Also wir waren vorher in der GfK-Kabine drin. Merkst du das wirklich? Das merkt man, ja. Also wenn du vorher in der GfK reingehst und dann da rein. Wow, ist ein, ja, wir waren erst in der Holz, in der GfK, dann in der GfK. Ja, das war super. Also das ist wirklich ein ganz anderes Klima. Also Holz-Sandwich heißt was? Da ist auch jetzt in der Mitte? Ne, es ist so, die Bauweise ist jetzt kein mehrschichtiges Holz, sondern wir haben im Modul eine Massivholzplatte genommen, die keilverzinkt ist. Das bedeutet, das Holz an und für sich darunter, also hier ist jetzt die diffusionsoffene, wasserdichte Plane, ähnlich wie eine Gore-Tex-Jacke. Mhm. Darunter ist ein Massivholz-Sandwich, was aber nicht in Schichten aufgebaut ist, sondern was keilförmig aneinander verleimt wurde. Keilverzinkt wie eine Tischplatte, also massiv. Danach kommt eine Holzfaserisolator und innen ist nochmal wie außen die gleiche Holzwand. Wir haben 1,6 cm starke Wände innen und außen. Das macht den Koffer natürlich nicht so leicht. Geht nicht auf einen 7,5 Tonner, sondern wir brauchen schon mindestens einen 12 Tonner. Wiegt ungefähr das Doppelte wie eine GfK-Kabine, also der reine Rohkoffer ungefähr 1400 Kilo. Aber die Bauweise ist halt sehr Raumklima-positiv. Ne? Wir haben mehrere davon schon laufen, auch im Einsatz, im dauerbewohnten Einsatz, fast wie in einem Tiny House. Und die sind alle mega zufrieden, weil halt das Material wesentlich harmonischer. Also ich habe sogar den Eindruck, ich weiß nicht, ob es euch anders ging, wenn man da reingeht und man macht die Augen zu in der Holzkabine und versucht mal so ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen anders an. Also für oft ist das Gefühl verloren gegangen, aber es, irgendwo der Gesamt, die Gesamtwirkung ist ruhiger und positiver als in einer Kunststoffkabine. Ne? Ja, es geht auf Tour. Ihr werdet darin leben. Das bedeutet, ihr habt nur noch eine kleine Wohnung, da steht euer Zeug drin. Da seid ihr eher selten. Ist da denn noch ein Sofa und so drin und Fernseher? Ja, klar, da ist alles, also unsere ganzen Hab und Gut. Ja, alle Sachen, die wir nicht entsorgen wollten, sind da drin. Also Wohnzimmer, Bilder, Couch, Esszimmer. Ihr seid so alles. Ganz normale Deutsche gewesen. So ganz normal, typisch klassisch. So ein praktisch 9 to 5. Ja, eher 8 zu 10 oder so. 8 zu 10. 8 zu 22 Uhr, ja. Das 8 war. Zu 22. Und hab dann aber, ich sag mal, irgendwann mal gesagt, das kann nicht so weitergehen. Zumal dein Mann war ja ziemlich lange krank, mehrere Jahre. Du hast dann quasi auch während der ganzen Zeit gearbeitet? Genau, Vollzeit, ganz normal. Haus geschmissen, Thomas besucht, zwischendrin hat man noch ein Pflegekind. Er hat ein Haus gebaut, oder? Ja, wir hatten ein Haus gebaut, genau. Das heißt, wie so normale Deutsche das tun, Haus bauen? Richtig klassisch, ja, so richtig spießermäßig. Kind, Hunde? Ja. Nee, Kind haben wir keins, weil Hodenkrebs, ne? Ja. Achso, du? Ja. Achso, man kann danach kein Kind mehr, ne? Man könnte mit, also wenn man viel Risiko eingeben möchte, hätte man da noch irgendwelche Aktionen starten können, das war uns aber zu heiß. Das war es zu heiß, ja. Du hast Krebs bekommen mit unter 30. Also nee, das ist ja. Wird 38. Ja, unter 40 meine ich ja. So. 38 Jahre alt und das Ganze hat dein Leben ziemlich aus der Bahn geschmissen. Hast LKW gefahren, aber hast gesagt, ey, Augen zu und durch. Ja. Das hast du gemacht und insgesamt hat das funktioniert. Das heißt, also die Motivation, du sagst, Gedanken, die versetzen Berge. Ja, es muss eben auch das Umfeld stimmen. Ja, es war halt ganz klar, die Frau, die hat einen sicheren Job. Wir haben jetzt keine großen Probleme mit dem Haus irgendwie oder mit dem Leben weiterhin zu bewältigen, finanziell. Ich hatte richtig großen Rückhalt aus der Familie, richtig großen Rückhalt bei Freunden, Bekannten. Alle Nachbarn, die waren immer zur Stelle, wenn Anja irgendwie Probleme hatte oder sich irgendwas angebahnt hat. Und auch mein damaliger Chef war voll hinter mir gestanden. Und ich denke, da brauche ich 50% Glück und den Rest ja, muss man sich dann erarbeiten. Du bist so ein kleines bisschen Handwerker? Ja, gelernter Kfz-Mechaniker und eben Baukranmonteur. Du hast gesagt, ich will etwas haben, was ich A, selber reparieren könnte im Notfall, B, keine Elektronik hat, sondern hier gibt es nur Elektrik. Hier gibt es zum Beispiel Relais. Relais, genau. Ja. Die kann man tauschen. Da kann man ein paar mitnehmen. Es gibt einen Seilzug für den Gas. Was gibt's? Ein Seilzug für das Gaspedal, genau. Auch das wirklich? Kann man. Ja, klar. Okay. Das ist nicht elektronisches Gaspedal. Nichts Drive-by-Wire. Nein. So, der Motor, hat der überhaupt Platz da vorne, oder? Genug. Also, den gibt es, glaube ich, auch noch mal ein kleines bisschen größer, oder? 15 Liter, 15 ja. Liter. 4,4. Aber der sitzt da hier schön über der Achse. Über der Achse. Ist einwandfrei. Ist das ein V oder was? V8. V8. So, ich zeige es mal. 1428 AF, was heißt das? 1428? 14 Tonnen, 280 PS, Allrad für die Feuerwehr gebaut.
F-Feuerwehr. AF ist Feuerwehr, genau. Okay, das sieht man jetzt nicht mehr so. Das ist schon eine Besonderheit hier unten. Die Kette hat es in sich, aber die ist ja praktisch. Das ist natürlich styled by 4Wheel24. Auch abfahrsicher. Abfahrsicher, genau. Also du hast ja da dann eben, wenn du deinen Rampenwinkel voll ausschöpfen willst, gib das Ding einfach nach. Und wenn du mal hier, das wäre dann die Originalausführung. Genau. An dem SK. Ich kann das auch ein bisschen. Wenn ich kann da ein bisschen. Ja, aber lang nicht aber so. Da ist natürlich einmal angeditscht, Fall erledigt. Ja, da kannst du nur im Geländefall, glaube ich, nach vorne weglachen. Ja, das musst du aber vorher dann auch. Ja. Also es ist nicht ganz so. Achtung, Drama, muss man sagen. Du hattest einen schweren Schaden auf der Fahrt. Ja, fast unfahrbar, das Fahrzeug. Ja. Bei einem Bergerversuch habe ich mir den Spritzlappen hinten abgefahren. Hinten? Ja. Den da? Katastrophe. Der ist abgerissen. Ja, beim Rückwärts. So, du bist dann mit nach Tunesien durch die Wüste mit allem drum und dran. Das war alles, was kaputt ging. Ja, aber ist ja schlimm genug. Ja, stimmt. So, die Reifen, hat es einen Reifenschaden? Nein. Auch nicht. Da sind ja spitze Steine oder so in der Wüste. Nicht wirklich. Also ich hab in der Wüste, in der Sandwüste, ne? Da war natürlich bei der Anfahrt und so, aber das kann man ja alles regeln mit Luftdruck. Und so, dass man da halt die geringsten Verschleißerscheinungen und ja, dass man das halt entgeht. Haltbarkeit von so einem Reifen, wie lange hält es aus? Habe ich jetzt gar keine Erfahrung, müsste Tobi fragen. Ich Tobi? 50.000, ja. 50.000. Nicht gut drin sein, ja. Je nachdem. Man tauscht die dann eigentlich auch mal von vorne nach hinten oder so, wobei bei dem permanenten Allrad weiß ich jetzt gar nicht. Trotzdem besser, weil vorne fährst du dir eher so ein bisschen Stufen rein. Ne? Ist der Allrad ist permanent? Hier ist er permanent, ja. Das ist ja genial, oder? Das ist ein bisschen zweckmäßiger von der Sache her. Wobei jetzt ein zuschaltbarer beim Nutzfahrzeug auch unproblematisch ist. Ja. Ne? Weil, aber permanenter ist halt ein bisschen sicherer. Ne? Wenn du so, hier sieht man, dass die Kabine, dadurch, dass der sich ja so verwinden kann, habt ihr so ein Federsystem entwickelt. Da ist so ein Zwischenrahmen mit drauf und der Zwischenrahmen, der bleibt steif. Und der Rahmen drunter, der kann sich verwinden. Also drunter der LKW-Rahmen verwindet, ich meine entwickelt, die Federlagerung ist relativ gängig bei den LKWs im Allradsegment. Das heißt, die gibt dem oberen Rahmen, dem Zwischenrahmen den Freiraum, damit der sich wegbewegen kann, der Hauptrahmen vom LKW. Und damit Ziel ist des Zwischenrahmens, die Aufgabe ist halt keine Krafteinleitung in die Kabine durchzulassen. Das heißt, die Kabine torsionsfrei zu halten, also nicht in Verzug zu bringen. Und das gelingt ganz gut. Wir haben jetzt auf der Tour den eigentlich links und rechts nur in die maximale Torsion gesetzt, ne? Durch eben das etwas umfangreichere Offroad-Fahren. Und da ist keine Ermüdungserscheinung, keine Probleme. Ne? Gar nichts. Tut zwar ein paar Schläge, ne? Wenn der Rahmen dann, also der Hauptrahmen wieder schnell runterfällt auf den LKW-Rahmen, dann hörst du das auch mal ein bisschen unangenehm am Anfang, aber das macht nichts, ist ganz normal. So, und du hast einen kleinen Tank? Ja, hier haben wir den etwas größeren. Auf der anderen Seite haben wir einen kleinen. Der noch ist, einen? Ja, das sind 600 Liter hier. Und drüben sind es, glaube ich, 250. Ja, so 250, irgendwie. 260, also genau. Roundabout 850 Liter Kraftstoff. So, und das heißt, die Kreditkarte hat ein Volumen von euch, ein Limit? Oh, ein Limit. Hat ein Limit, aber das, wird nicht erreicht beim Volltank. Nicht ganz, nee. Aber ich überlege mal gerade, das sind 800 und 600, oder wie? Nee, 600 und 200. Im Gesamt 800, 850 ungefähr. 850 mal 2 sind ungefähr 2000 Euro. Könntest du volltanken? Ja. Das hält dann wie lange? 3000 Kilometer ungefähr. 3000. Das heißt, du kannst dann fahren erstmal die nächsten Monate, denn es geht euch ja gar nicht darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen, sondern habt ihr Touren jetzt schon geplant? Ihr wart jetzt in Tunesien. Ja, wir waren jetzt in Tunesien. Also richtig geplant eigentlich noch nichts. Also der grobe Plan wäre jetzt, wenn das Auto dann fertig ist, ist jetzt hier, um noch 2-3 Kleinigkeiten zu erledigen. Und dann wird man eigentlich versuchen, vor Weihnachten noch loszukommen und irgendwo in die Sonne. Ob das jetzt dann Griechenland wird oder ob es dann Spanien wird, und ist noch nicht ganz klar. Du wirst auf jeden Fall von Zeit zu Zeit ziemlich böse abschmieren müssen, oder? Ja, das ist natürlich normal, aber das war mir auch klar. Also, wo? Hier an den Achsen. Sag mal, also dass wir das mal sehen. Warte. So, es gibt wahrscheinlich so einen Schmierplan, oder? Ja, was heißt Schmierplan? Ich meine, da rollt man ohne Grund durch und dann da rollt man durch. Sieht man das eigentlich? Ist nichts zu machbar ist. Die Nippel sind natürlich nicht mehr da, aber die müssen wir noch auf den Tisch machen. Ist aber nichts, was man reinpresst dann, oder? Doch, das ist mit einer Fettpresse. So, genau. Mit einer Fettpresse kommt das rein, das wird abgeschmiert. Muss ich sogar bei meinem Wagen, der Geländewagen, der hat auch so Schmierpunkte, wo das machen muss, genau. Der da sind. Wie stark darf der denn ins Wasser?
Na gut, der Wassereinlass ist durch zwei Sachen begrenzt. In erster Linie durch die Motorluft, also durch die Luftansaugung. Die ist bei dem Fahrzeug ungefähr auf dem Niveau hier. Ne? Also da ist wenn da oben. Ne? Das heißt, wenn du es aufmachst, sieht man es ganz genau. Das bedeutet, ich würde jetzt mal sagen, knapp 1,60 Meter, 1,55 Meter. Könnte dem natürlich jetzt auch einen Schnorchel verpassen, dann ging es noch tiefer. Ne? Also hier. Bis hierhin könnte theoretisch das Wasser steigen. Ne? Okay, das heißt, wenn du jetzt reinfährst, das Schwallwasser ist das Gefährlichste dann. Also das langsam reinfahren. Ja, langsam reinfahren, aber hier ist schon herstellerseitig gedacht, weil nämlich die Maske ja vorne das Schwallwasser zu hat. Das heißt, das erste Wasser würde hier reinlaufen, ne? Und der macht ja eh eine kleine Bugwelle. Das heißt, selbst wenn das Wasser hier drüber geht, wäre das noch kein Problem. Das heißt, wenn der auch mal einen Schluck abkriegt, ist es kein Problem. So, und da vorne ist eine Lippe dran, da kann erstmal nichts passieren. Sag mal, das Fahrzeug ist jetzt ungefähr wie alt? Das Baujahr 89. 89, also meine Kinder sind 33, die sind 89 geboren. Kommt's hin? Ja, rechnerisch. Kommt hin. Mighty Mo. Und das steht hier da, als wäre es geliefert worden. Das heißt, er hat das komplett einmal überholt. Ja, von komplett einmal durchrepariert, durchrestauriert. Alles ersetzt, was in irgendeiner Form an Verschleißteilen. Also ich muss mich jetzt hier outen. Das Auto war in so einem gigantisch guten Zustand. Also es war das gehört immer noch zu den Top 5 an qualitativer Originalität. Also das heißt, da war kein Salz im Leben dran. Das sah aus fast wie nagelneu. Mhm. Und der Restaurierungsaufwand für uns ist mehr in den technischen Bereichen. Also das heißt, wir machen das Einspritzsystem neu, ne, weil das oft verschlissen ist durch die langen Standzeiten. Wir lackieren die natürlich neu, aber hier mussten keine Bleche eingeschweißt werden. Ne. Das heißt, das ist jetzt eine Raptor-Lackierung, die ist, wie man sieht, etwas strukturierter, ne, also so eine Laderaumbeschichtung. Aber auch jetzt nicht so, dass man es unbedingt sehen muss. Also das ginge auch, also wenn du das wollen. Ja, man kann es noch strukturierter machen. Ne. Aber so ist es mit einer leichten Struktur gezogen, dass man es auch schön ausbessern kann, wenn man was ist, weil der Raptor ist zwar extrem stabil gegen Kratzer und Druck, aber gegen spitze Steinschläge, wie man sieht, an manchen Stellen, na hier war es nur Dreck, da ist er ein bisschen empfindlicher, weil der Lack relativ stabil und hart ist. Der platzt, also auf Kanten platzt er gerne mal ab, wenn du der Kante einen skippst. Aber du kannst dann mit dem Pinsel neu ich zeig das mal hier vorne, war wahrscheinlich ein Ast oder irgendwas mal dran. Ja, das ist jetzt, das kann man, wenn man den Finger nass macht und ein bisschen reibt, ist das fast wieder weg, wie das ist. Ne? Mhm. Also das heißt, das ist ja mehr oder weniger ein Material, was sich auf den Lack reibt. Ne? Aber was ich jetzt an der Tür gesehen habe, wenn du die Tür irgendwo so auf die Kante nimmst, hier zum Beispiel hinten da oben, an der Ecke, da gibt's, dann ist der Raptor nicht besser als jeder Lack auch da oben. Ne? Dann ist der auch mal runter zu drücken. Ne? Aber dann kannst du jetzt hier, wie man es an der Kante schon mal gemacht hat, relativ leicht die Strukturierung ausbessern, ohne dass es im Gesamtbild auffällt. Ne? Rost, hat der überhaupt Rost? Der hatte nichts. Der hatte nichts, obwohl wir haben jetzt das Chassis, wie man sieht, das ist ja jetzt auch schon eine Zeit lang her, alles neu lackiert. Der einzige Rost, den ihr seht, ist von den Federn, weil die Federn halt aufeinander reiben und dadurch immer blank werden und dann auch in Verbindung mit Wasser ein bisschen Rost rauskommt. Ne? Bremsscheiben ist das gleich, oder? Ja, so ähnlich. Ja. Okay, verstehe. So, dieser Reifen, man kann ihn selbst wechseln. Jetzt ist hier vorne so ein ganz kleines Käppchen drauf. Das heißt, da ist ein Schnellverschluss, oder? Dieses Käppchen auf dem Ventil ist die Schnellkupplung für die Reifendruckregelanlage, die hier von TI System ist. Das heißt, wir haben hier einen Schlauch. Du kannst dann an dem zentralen Manometer den Druck einstellen. Und das ist also eine Schnellkupplung, die kann man draufsetzen. Und auch wieder abziehen, weil jetzt steht es auf Luft ablassen. Und damit sind wir in der Lage, während man die anderen Teilnehmer der Veranstaltung im Sand knien vor ihrem Auto betend sieht, schon einen Kaffee zu trinken oder das erste Feierabendbier alkoholfrei zu nehmen. Ne? Ja, man kann nämlich aus diesem Fahrzeug einen kleinen Panzer machen mit einer Kette. Das hast du alles gelernt bei dir, gell? Du hast deinen LKW-Führerschein gerade erst gemacht. Panzerkette? Sorry, jetzt bin ich irgendwie raus. Die Auflagefläche des Reifens wird vergrößert. Ach so, okay. Ach so, das war, ja. Erklär mal. Nee, danke. Bitte. Ja, je weniger Luft natürlich auf dem Reifen ist, desto größer wird die Auflagefläche. Und desto mehr Vortrieb in weichem Geläuf ist gegeben. Wenn du mal so nett bist, da mal die entsprechend ablässt, die Luft. Ja. Mach mal, das ist mal. Ach so, jetzt? Ja. Wenn wir gerade dabei sind. Weil, dass wir das mal zeigen, also technisch gesehen wird der Reifen einfach unten länger, quasi. Breiter, ja? Breiter und länger. Genau. Ja. So, der geht jetzt runter. Das dauert wie lange ungefähr? Ja, das ist ein 14er Reifen, der ist recht groß. 2-3 Minuten jetzt momentan. Hat er eingestellt auf 2,3 Bar. Du kannst ja mal knapp unter 2 Bar nehmen.
Wenn man noch ein bisschen dreht, geht er runter und jetzt nivelliert er sich genau auf den eingestellten Druck ein. Automatisch. Automatisch. Weil er nicht mehr bläst, ist er praktisch auf dem, so, auf dem Niveau, was ich eingestellt habe. Dann müssen wir natürlich wieder laufen lassen, weil mit der Luft des LKW-Kompressors können wir die Reifen wieder befüllen. Okay, ja? Das ist sehr praktisch in der Wüste. Das ist, glaube ich, die erste Maßnahme. Das hat nichts mit der Wüste zu tun. Ja. Wenn du heute auf eine nasse Wiese fährst, dann merkst, die Räder drehen leicht durch, sofort aufhören, Luft raus, Fläche erhöhen, damit sinkst du nicht so weit ein und bist in der Lage, auch die nasse Wiese zu überqueren. Also das heißt, diese Geräte sind, egal von welchem Hersteller, schon auch mitunter sicherheitsrelevant und vereinfachen den Prozess, weil ansonsten müsstest du jetzt eine Druckluftleitung, deine Handspritze Manometer rausholen. Ja. Und das Schöne ist, Sven, wir haben vier so Briefkästen mit den Schläuchen, wir können die alle rundherum anschließen und dann geht es rundherum auf einmal und nicht viermal vorm Auto knien in Gebetshaltung. Was? Wir haben es jetzt auch schon öfters mal gesehen, auch in anderen Videos. Ja. Wir machen es eben. Ja. Ja. Die dann also weil es so einfach geht. Ja, eben. Die anderen fahren sich dann gnadenlos fest. Genau, die fahren sich erstmal fest. Und dann hinterher muss der Bagger kommen oder der 8x8 zum Bergen. Ja, oder die Schaufel halt mal. Hast du das schon erlebt, dass die Luft abgelassen wurde in Tunesien? Ja, jeden Tag dreimal. Mindestens. Jetzt sieht man sehr schön, der Bauch wird langsam größer. Genau. Richtig, genau. Und die Auflagefläche, man sieht es ganz genau. Der Reifen wird länger, wenn man sieht. Also das heißt, dieser Punkt hier kommt jetzt Stück für Stück immer weiter auf den Boden runter. Und damit wird die Auflagefläche wesentlich größer und damit sinkt das Auto halt nicht so weit ein. Panzer im Prinzip. Hast Kette. Paul Panzer war ja der die Komik gemacht hat oder immer noch macht. Weil das Kettenpanzer sind, also Fläche halt. Ne? Fläche. Je größer der Reifen und je weniger der Luftdruck, die Fläche. Wir haben was ganz Interessantes beobachtet an der Stelle noch, weil ich häufig gefragt wäre, schlauchlos, Schlauchreifen. Gerade bei dir, das wird mir nie aus dem Augen verlieren. Er hatte das Auto auch mal bei einem Bergungsversuch vom Balu ein bisschen eingegraben. Da war er gar nicht mehr so lustig. Das war so am Anfang, da war er so ein bisschen unentspannt. Muss man mal ein bisschen fokussieren dann. Ne? Und dann haben wir die Luft runtergelassen auf deutlich unter 2 bar und beim unter 1 bar und die Felgen hier sind schlauchlos, also ein TL-Reifen, tubeless, ohne inneren Schlauch. Und auf der Hinterachse hast du gesehen, wie die Felge sich im Rad gedreht hat. Na, also das heißt, die Luft war so gering, dass die Kraftübertragung Gummi auf den Stahlring nicht mehr funktioniert. Nicht genau, ja. Es gibt ja dieses Beadlock oder wie man das nennt. Der Beadlock ist dann noch mit einem Ring drinnen, das kannst du die ganz platt fahren oder kaputt schießen, dann geht der Reifen auch noch eine Weile. Der Witz ist, hätte man da einen Schlauch gehabt, hätte das Ventil abgerissen. Und ach so, ist schlauchlos immer, ganz gut. Immer bei, wenn du mit niedrigen Luftdrucken fährst, das ist der Hintergrund, ist der schlauchlose Reifen sinnvoller, weil den kannst du dir nicht runter. Ich glaube auch, so einen Reifen zu demontieren, dann das geht auch, oder? Auf der, ja, das den auch, komplett runterzunehmen. So Sprengringfelgen. Also da kannst praktisch die Felge im, wie sagt mein Kompagnon hier immer, quick and dirty. Im angebauten Zustand. Kannst du den angebauten Zustand oder eben Rad runter und dann im liegenden Zustand. Also nochmal, wenn ich jetzt jemand ärgern will, was muss ich genau tun? Das sage ich nicht. Kannst während des Luftdruck drauf ist, gar nichts machen, weil dann ist das alles in sich verpresst. Ne? Ja. Wenn das Auto jetzt ausgehoben wäre und die Luft auf Null ist in dem Reifen, die wird jetzt immer weniger und hört gleich auf, weil er hat auf 2 bar eingestellt, dann könnte ich hier diesen Sicherungsring runter machen mit der Büroklammer, könnte mit dem Schraubenzieher den Haltering lösen, also den Sicherungsring lösen, damit ist der Haltering wegzunehmen und dann kann ich ganz, ganz einfach das Rad runterziehen, ohne die Felge zu demontieren. Deswegen Sprengringfelge. Ne? Es war ganz interessant, du hast gesagt, ich habe gesagt, wir drehen so 45 Minuten, hast du gesagt, was soll man denn da drehen, 45 Minuten? Jetzt sind es 23 Minuten, okay, wir sind noch nicht mal drin. Heftig, die Zeit geht vorbei. Ja. Aber es gibt viel zu beachten, was beim normalen Wohnmobil nicht gibt. Also das hier ist ja, wenn du jetzt im Morello fährst oder Knaus oder irgendwas, ja, da reden wir, würde auch gehen beim Knaus, oder? Das heißt Luft ablassen? Ja, natürlich. Also selbst wenn jetzt jemand sich, es ist natürlich bei einem Morello viel wichtiger, wenn du siehst in der Wiese, es geht nicht mehr, nehmt die Luft auf den hinteren Reifen raus, ne? Weil es die Antriebsachse und plötzlich kann es wieder funktionieren. Dann haben die aber so Zierfelgen drauf, die musst du erstmal abschrauben, das dauert viel zu lange und dann musst du die Luft rauslassen. Da weißt du nicht, wie du die Luft rauslässt. Die Hauptsituation ist bei vielen, dass die dann probieren und es geht nicht nach vorne, sondern es geht nur noch nach unten. Und dann wird der Bergungsfall halt immer kniffliger, wenn die dann auf den Achsen aufliegen. Also das heißt, ich sage immer meinen Teilnehmern, sobald was durchdreht, sofort aufhören. Dann erstmal Luft ablassen, dann alles geben, was die Allradtechnik mit sich bringt, alles sperren. Und dann geht es auch meistens wieder vorwärts. Wenn du dann anfängst rumzurühren,
Ja, es kann helfen, aber in aller Regel ist es vorbei. Na, jetzt sieht man, jetzt hört man das Zischen verlischt. Also das heißt, es wird weniger. Das heißt, wir haben den Enddruck erreicht. Man sieht es auf dem Manometer. 1,8 bar ungefähr hier, ne, in der Einstellung. Es wird immer leiser. Jetzt ist er erreicht und damit ist Schluss. Und das ist jetzt, ja, ne, was würdest du sagen, maximaler Ablassdruck auf der Vorderachse. Weiter sollte man das nicht übertreiben. Weil wenn du das jetzt noch, wenn du jetzt eine scharfe Kurve fahren würdest und den Reifenring drückst, man sieht es jetzt schon, kannst du ihn von der Felge drücken. Ne? Deswegen sollte man einfach unter die knapp 2 bar nicht gehen bei solchen großen Reifen. Fahrdruck, was ist ein sinnvoller Fahrdruck bei dem Reifen? Das hängt ein bisschen vom Lkw-Gewicht ab. Ne? So ein Reifen kann 5 Tonnen und dann sollte er roundabout 6 bar haben. Mein Komfortdruck bei den großen Reifen ist immer so bei knapp 4,5 bis 5 bar auf der Straße. Hat er dann so einen leichten Bauch unten, wenn er steht? Minimal. Minimal. Ja, minimal. Okay, also wenn der Bauch zu stark ist, dann wird er sehr warm, oder? Nee, wenn du den jetzt zu fest machst, dann ist der Abrollkomfort. Das Schöne ist ja bei dem hohen Reifen, dass er auch einen Eigendämpfungscharakter hat. Also das heißt, er trägt zum Fahrkomfort ein bisschen bei. Und er federt. Er federt ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Und wenn diese Druck bei den Autos, die jetzt so wie das Fahrzeug um die 12 Tonnen wiegen, also 6 Tonnen vorne, der Reifen kann 5 Tonnen und wir haben jetzt roundabout, ja, auf einem Reifen etwa 2,5 bis knapp 3 Tonnen drauf. Also das heißt nur eine Hälfte der Beladung. Ne? Und dann wird er ein bisschen im Dämpfungskomfort komfortabler. So, jetzt ist das Profil von den Reifen offen. Das heißt, das ist Offroad, oder? Das ist ein PUR oder ein MPT-Reifen oder ein Offroad-Reifen, der keine so hohe Wintertauglichkeit hat, weil wir haben keine Rillen hier drin und die Blöcke sind oft, die rutschen halt mehr. Ne? Also im Schnee lässt sich das, im Schnee sehr gut, aber auf glatter, eisglatter Fahrbahn oder festgefahrener Fahrbahn sind die etwas kniffliger zu fahren. Spikes zum Reinrennen, hast du das mal gehabt? Nee, haben wir nicht gehabt, aber es soll angeblich möglich sein. Es gibt natürlich auch Schneeketten, auch bis 14 oder 16 Zoll hoch und im Winter würde ich die auf jeden Fall zumindest auf der Antriebsachse relativ schnell aufziehen. Ne? Man braucht eine Schneeflocke auf den als LKW? Nee, das ist ein POR-Reifen, hat grundsätzlich eine Dauerbefreiung. Ne? Da streiten sich gerade die Geister. Viele sagen, ja, die Dauerbefreiung POR gilt nur für die öffentliche Anwendung. Normalerweise ist auf so einem Reisemobil eine Schneeflocke erforderlich. Öffentliche Anwendung, was hast du? Naja, Räumfahrzeuge, Behördenfahrzeuge, Feuerwehrfahrzeuge zum Beispiel. Ne? Aber, ist ja eine Feuerwehr. Ja, es war eine Feuerwehr. Also der Gesetzestext, diese Ausnahmeregelung beschreibt aber nichts von den ganzen Sachen, die momentan so im Netz grassieren. Also ich habe das bis jetzt noch nicht gefunden, dass drauf steht, dass es explizit nur für Einsatzfahrzeuge gilt. Also diese POR-Kennung befreit, der Reifen hat ja noch eine M&S-Kennung. Also eine M&S-Kennung hat er, hier, man sieht es, ne? Aber er hat diese Schneeflocke nicht. Also bis vor einigen Jahren war das ja völlig ausreichend, Matsch und Schnee, ne? M&S. POR, hier gibt es jetzt tatsächlich auch auf der Conti-Seite zu finden, eine Sonderregelung, die da auch abgedruckt ist. Die sind grundsätzlich von der Pflicht in Europa, so wie ich das jetzt verstehe oder auch die meisten verstehen, befreit. So, der Reifen ist nicht original auf der Feuerwehr gewesen? Nein, auf der Feuerwehr sind, wie man hier sieht, original diese normalen LKW-Bereifungen, auch hinten Zwillingsreifen. Die Zwillingsreifen verschwinden dann. Also das ist jetzt hier ein ähnliches oder ein bauähnliches Fahrzeug. Ne? Ja. Da ist jetzt noch die Schubkarrenbereifung drauf. Und die tauschen wir aus. Also tatsächlich ist es so, dass auch dieses Fahrzeug ungefähr so eine Reifendimension hatte. Und wenn man es jetzt mal vergleicht, ne, das ist jetzt halt 22,5er normale LKW-Bereifung. Da ist noch viel Luft. Da ist viel Luft, ja. Ne? Und das machen wir dann aus zweierlei Gründen drauf. Einmal Bodenfreiheit, aus drei Gründen. Zum zweiten ist natürlich die Übersetzung verlängert. Schneller. Schneller. Das Auto ist original nur 90 gelaufen, jetzt läuft es 110 vielleicht. Ne? Sparsam. 115. Ja, damit sind wir sparsamer bei niedriger Drehzahl. Und der nächste Punkt ist natürlich Bodenfreiheit gepaart mit großer Auflagefläche und höherer Stabilität. So ein Reifen ist, wenn du den jetzt aufmachen würdest, 4 cm Gummi hat er. Das ist eigentlich eine Baumaschinenlösung auch. Ja. Oder ein Baggerreifen, wenn man es mal übertragen. Ist der neu gewesen, der Reifen eigentlich? Ja. Der war von lange neu. Weil es gibt ja runterneuerte Reifen. Macht ihr das? Also mein Spruch ist mittlerweile, wir haben mit Reifen schon viele Probleme gehabt, gerade bei den auch die eingebigen Gebrauchtreifen, es ist halt immer ein Restrisiko. Mein Spruch dazu ist immer, wenn du heute ein neues Haus baust und viel Geld investierst, würdest du am Fundament sparen mit billigem nordafrikanischem Zement? Es gibt ja auch Reifen, die zum Beispiel eine Restprofiltiefe von der Bundeswehr oder so irgendwas, die Leute. Also wir haben am Anfang viel von diesen Fahrzeugreifen montiert und haben auch viel wieder entfernt und runtergeschmissen. Und mittlerweile sage ich, du, Kontakt zur Straße, sicherheitsrelevant, über jeden Zweifel erhaben.
namhafter Hersteller. Also ich experimentiere gerne. Es gibt mit Sicherheit auch nicht so namhafte, die gute Produkte haben. Aber wir sind hier bei Continental, Michelin oder auch Hankook, Erstausrüsterqualitäten, also diese sogenannten Premium-Qualitäten verbaue ich dann lieber, weil am Ende ist es natürlich so, so ein Reifen kostet mittlerweile über 1000 Euro, der gebrauchte kostet 400, also rechne das mal aus, die Ersparung. 3000 Euro bei einem Auto für 300.000 ist am falschen Ende gespart. Ja. Ich weiß auch nie, was ist vorher passiert mit dem Reifen. Genau. War da was drin? Ja gut, du weißt ja nicht, was der gemacht hat vorher, mit dem, wenn der irgendwo von einem Baustellengerät kommt oder ja. Also auch aus dem Militär, das meiste ist halt genau. So. Das Hauptproblem ist, wenn diese Gummis unbenutzt lange lagern, verspröden die Weichmacher gehen raus, dann sind die nicht mehr in der Lage, die Elastizitäten aufzunehmen und dann lösen die sich auch leichter auf. Ja. Zu erneuert und runderneuert gibt es mit Sicherheit, also korrigiere mich, aus der Nutzfahrzeugszene hast du immer gesagt, einen runderneuerten macht man gerne auf die Hinterachse, ne? Beim Baustellenfahrzeug, was nur kurze Strecken fährt. Aber jeder, der jetzt Strecken fährt und international mehr unterwegs ist, wird nie so einen billigen Reifen verbauen. Weil das Risiko, was ist runderneuert? Wir nehmen eine alte Karkasse, schleifen die runter. In einem guten Neuerungsverfahren fügen wir das Profil wieder auf. Und wenn die Karkasse vorher, die muss ja dann die doppelte Laufleistung halten. Also die, und wie du richtig sagst, weiß ich auch nicht. Die röntgen zwar die Leute vorher, ne, aber es bleibt ein gewisses Restrisiko. Also ich für meinen Teil, man kann damit gut fahren, aber das Risiko ist natürlich höher. Ja, jetzt ist ja gerade Black Friday. Das heißt, ja, bei Amazon finden wir sie nicht, oder? Die Reifen. Ich habe nicht geschaut. Nee, ich habe ja gute drauf. Also wir haben die. Ist aber so, dass du diesen Reifen kriegst bei jedem Reifenhändler, oder? Zu bestellen. In Europa ja. Afrika und so wird es wahrscheinlich ein bisschen eng. Hast du einen dabei, einen anderen? Einen habe ich dabei. Sag mal. Ja, Schatzrad hinten. Dass wir den sehen. Der wiegt was? 150 Kilo. 150 Kilo. Er wiegt sogar 200. Wiegt 200. So, können Fahrräder sein? Das sind zwei E-Bikes, ja. Zwei E-Bikes. So, und da, der Reifen ist dahinter. Hast du mal geübt, den abzulassen? Nö. Muss auch nicht, weil er kriegt eine Winde. Hubträger. Ein Hubträger. Also wo noch Motorrad eigentlich. Okay. Motorrad, Jetski. So, da sind wir jetzt hier. Das ist, glaube ich, eine Europapflicht. Unterfahrschutz macht auch Sinn, dass keiner drunter fährt und so. Aber für den Offroad-Betrieb kann man den ganz einfach hochmachen. Hochklappen. Wie geht das? Der ist klapper. Mal ziehen, oder? Schneller. Geübt. Da ist noch tunesischer Sand. Drunter. Warte, ich zeig dir mal. Da ist der tunesische Sand. Erledigt, das war's. Und jetzt ist der Rampenwinkel natürlich gut. Das hier stört schon ein bisschen. Da ist aber jetzt ein Radträger drauf, den muss man nicht mitnehmen. E-Bikes habt ihr nicht dabei gehabt, oder? Ja, in Tunesien jetzt nicht, aber das ist jetzt vom Rampenwinkel auch völlig problemlos. Das ist ein Thule Radträger, ist ja witzig. Und der ist auf der Anhängerkupplung drauf hier. Ja. Das ist eine stilisierte Anhängerkupplung. Ist eine geile Idee, oder? 4Wheel24 so gedacht. Easy going Lösung. Easy going ist auch vielleicht ein bisschen easy going, wenn man keine E-Bikes mitnimmt, sondern normale Fahrräder. Mit E-Bikes ist es ein bisschen diffizil. Was ich cool finde, ist, dass auch die Lampen angeschlossen sind. Das heißt, es geht ja nichts über Sicherheit. Das heißt, auch das ist beleuchtet abends. Yep. Und du brauchst ja keine gelbe, orangefarbene. Also in Deutschland jetzt nicht, in Italien, Spanien müsste ich es, glaube ich, trotzdem dran dängeln. Ja, aber im Endeffekt ist es natürlich, wenn die Dinger leuchten, nochmal sicherheitsrelevant. Ja, klar. So, Frankreich, da gibt es ja diese Schilder, die ich drauf habe. Ja, die habe ich dabei. Hast dabei, gut. So, da ist er, Länge vom Fahrzeug? Knapp 8 Meter. Mhm. 8 Meter, das heißt extrem geländegängig. Jo. Da kannst du, wenn du anrufst auf dem Campingplatz und sagst, da fragen die ja immer, wie lang ist ihr Reisemobil, was sagst du denn, 8 Meter? 8,50 Meter. So. Was aber auf der gängigen Campingplätze und Stellplätze gar kein Problem ist. Höhe? 3,80. 3,80, also da musst du schon aufpassen. Da muss man ein bisschen schauen, ja. Du hast aber hier vorne einen schönen Rammschutz, also wenn da mal ein Bäumchen käme. Ja, klar, natürlich, das ist ein Astabweiser. Astabweiser. Genau, der schützt schon einiges und gibt natürlich dann auch so ein bisschen die Höhe vor, wenn dann die Kabine kratzt. Ja, hast du den selbst geschnitten auf deinem Plasma? Die Aluminiumhalter sind selber produziert alle. Ja. Ist alles selber gemacht. Ja. Alles selber gemacht. So, das heißt lackiert, behandelt, gemacht, getan. Hier unten hast du diese Stauboxen, die vom Hersteller sind. Es steht drauf Bava. Bava, so. Ja. Sag mal, deine Frau hat ja LKW-Führerschein gemacht, oder? Ja. War das spannend für sie? Ja.
Für Sie? Ja. Ich denke schon. Fahrstunden. Ist sie schon gefahren hiermit? Sie ist schon gefahren, ja. Klar. Auch Strecken schon? Ja. Und wie war's? Naja, also die meiste Zeit ist ja natürlich der Thomas gefahren, weil der es auch von der Erfahrung her macht. Ich bin nur ein kurzes Stück gefahren, weil mir es zu aufregend. Also ich war schon aufregend. Ja, genau, ich war schon damit beschäftigt. Schweißnass, oder? Genau. Ich bin eher die dann schreit: Achtung, Stein links oder rechts. Super, schlag mal ein, bitte. Ein LKW. Ja, mit. Ja. So, das haben wir jetzt nicht geübt. Steckt der Schlüssel? Ja. So, Abfahrtsvorkontrolle, was ist normal zu testen? Was prüft man? Naja, man prüft die Beleuchtung unter anderem, man prüft den Zustand der Räder und Reifen, man prüft die Luftanschlüsse. Die Luftanschlüsse. So, Frau am Steuer, das war teuer, das gilt ja nicht mehr. Nee, hallo? Du hattest jemals einen Unfall? Nee. Nee, bis jetzt noch nicht. Du bist unfallfrei? Ja. Davon können ja andere nur träumen, andere Männer, glaube ich, oder? Unfallfrei, ja, wahrscheinlich. So, erklär mal, das Lenkrad ist klar. Das ist ein Schaltgetriebe? Das ist ein Schaltgetriebe, genau. So, ist da irgendwas Besonderes bei dem Schaltgetriebe? Nee, die Kupplung ist schwer. Also da braucht man schon richtig Kraft. Okay, warte, ich komme auf die andere Seite. Dann komme ich mal zu dir. Dankeschön. Denn der ist nicht ganz so hoch wie das Biest. Da komme ich so hoch. Das sollte gehen. So, Daimler-Benz. Ach du hast die Erhöhung für deine Beine oder was? Nee, das sind die Unterfahrkeile und tatsächlich ist, wenn du im Gelände fährst, mir doch ein bisschen, ich bin ja nicht klein, also eher groß für eine Frau, fast 1,80, aber trotzdem finde ich es angenehmer, wenn da ein bisschen was ist, also unten drunter. Kühlschrank? Ja, das ist die Gefriertruhe für die Jungs, also für das Hundefutter. Das Barf. Genau, das Barf. Okay, so, jetzt erklär mal ein bisschen. Bevor du startest, was ist zu tun? Schauen, ob ich Luft habe. Genug? Habe ich aber genug? Wie Luft? Ist ja beim normalen Auto ist der Ventilator, oder? Nein, aber ich brauche ja Luftdruck, um dass ich die Handbremse lösen kann. Warum? Oh, jetzt fragst du mich ausgerechnet die schönen Themen von der Prüfung. Ne? Es ist eine Bremse, die geht mit Druckluft. Genau, ja, genau. Und die geht nur auf, wenn eben entsprechend Druckluft da ist. Und wo ist die Bremse, die Handbremse hier? Die Handbremse ist der Hebel hier außen. Sag mal, warte. Da. Ja. Da, das ist der Hebel. Das ist der Hebel. Mach mal los. Der steht ja gerade, kann nichts passieren. Ich dreh trotzdem drauf. Auf die Bremse tritt sie. So ist los, es hat kurz gezischt. Genau, jetzt hat es gezischt, ja. Ist noch Luft drauf, guck mal. Jetzt ist noch Luft drauf, ja klar. So, und jetzt, was ist jetzt zu tun zum Anmachen? Ja, Schlüssel drehen wie beim normalen Auto. Ist der Gang drin, oder? Nee, ich stehe trotzdem auf der Kupplung. Also stehst du auf der Kupplung, beides. Ja. Ist sie echt so schwer, die Kupplung? Die ist richtig schwer. Also damit habe ich mir auch die erste Fahrt, ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Also da brauchst du schon Kraft. Ja, es gibt ja Leute, die sich einen Bruch treten durch die Kupplung. Hast du das mal gehört? Nee, habe ich noch nie gehört. Also so ein Standbruch, also der irgendwie durch das Treten, wenn das so schwer ist und immer die gleiche Stelle und so. Nee, so schlimm ist jetzt auch nicht. Genau, du bist ja eine große Frau, kann nichts passieren. Ja. So, Strecken, Autobahnfahrten hast du schon gemacht? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin eher so über Landstraßen rumgefahren. Dimensionen. So, jetzt ist das hier ja kein Panda, den du fährst, sondern das hier hat so einen Bugspiegel mit drin. Da ist so, ich sag mal, du hast jede Menge Spiegel mit allen drum und dran. Du bist relativ schnell klargekommen in der Prüfung eigentlich oder also in der Fahrstunde? In der Fahrstunde ist es ja total easy, weil ich habe ja eine Automatik und irgendwie also zeigt er mir ja auch alles Mögliche an. Yes, in unserem Auto ist es ein bisschen anders. Ne? Baujahr 89, da gibt es eben keine Automatik und wir müssen schalten und die Spiegel sind ein bisschen anders. Also das merkt man schon, der Unterschied. Mach mal an. So, er läuft. So, bitte mal Tür schließen. Ich komme mal nicht hin. Ich hab's ganz eng. So, wir sind auf Privatgelände, deswegen. Aber nicht fahren, da ist noch die Luft drauf da. Achso, wir können. Lass mal laufen, wir pumpen wieder auf. Wir pumpen den mal auf jetzt, ja, genau. Ja, hast recht. Pumpen den mal schnell auf. So, sag mal, ihr habt echt euer Haus verkauft. Wir haben unser Haus verkauft, ja, genau. Das ist doch Wahnsinn. Ja, was heißt Wahnsinn? Eigentlich so im Nachhinein, das ist. Ja, also es wird interessant, was kommt. Ist das befreiend, wenn man weniger hat? Ja. Also es war am Anfang, wenn man anfängt, das große Haus auszuräumen. Ja, und wir hatten schon ein großes Haus, 150 Quadratmeter und Keller und Garage, Doppelgarage und so weiter und noch ein Carport. Und es ist schon interessant, wenn man anfängt, dann auszuräumen. Am Anfang ist man noch ziemlich knauserisch, ne, mit dem Keller. Tue ich das jetzt wirklich weg? Aber ich meine, jetzt haben wir 80 Quadratmeter oder sowas, ne, oder ein bisschen weniger. Ja, da wird es halt, muss man schon einschränken. Und ging das Haus direkt weg, oder? Ja, also es war eine Woche im Netz. Eine Woche im Netz? Mhm. So, und ihr habt den Preis bekommen, den ihr wollte? Ja. Plus, minus. Okay. Ja. So, und dann wurde es verkauft. Ist das steuerfrei, wenn man so ein Haus verkauft? Also wenn man selber drin gewohnt hat, ja.
Und wir auch, ich glaube, irgendwie 10 Jahre. Genau, 10 Jahre bei Vermietung. Und cool. So, ich zeige mal gerade, so die Gangschaltung hast du mit drin. Es gibt im Prinzip noch so einen Halbgang oder sowas. Gibt es sowas auch? Nee, gibt's nicht. Haben wir nicht. Nicht. Mhm. So, das sind die Sechsgang-Schaltgetriebe. Sperren hast du? Ja, wir sperren. Ah, jetzt fragst du mich was, welche was alles ist. Gute Frage. Also die machen wir rein, wenn es wirklich geländegängig wird. Ja. Vordere und hintere oder Mitteldifferential. Ah, da musst du eher den Thomas fragen. Nicht so schlimm. Also ist er dabei. Da ist normalerweise Navi drauf. Da ist das Navi drauf, genau. Also das Tablet ganz normal. Und da haben wir noch so ein Straßentablet oder Navi halt. Ja. Das ist die Rückfahrkamera, ganz wichtig. Das ist die Rückfahrkamera, wo jetzt gerade kein Signal ist, weil hinten der Fahrradträger stört. Mhm. Und das sind die Seiten. Die Seiten, genau. So, ganz wichtig. Man muss ja immer gucken, denn ganz neu ist ja, glaube ich, beim Rechtsabbiegen muss man jetzt Schrittgeschwindigkeit machen. Genau. Das ist, macht doch Sinn, oder? Ja, macht schon Sinn, weil ich meine, du guckst, also viel sehen tust du jetzt nicht. Das heißt, wenn der genau jetzt über dem Reifen steht, könntest du so einen Radfahrer, und da hast du natürlich hohe Verantwortung. Ja. Gut, du kannst ihn hier sehen mit diesem Rampenspiegel. Oben kannst du ein bisschen gucken, auf der anderen Seite noch. Das siehst du schon ein bisschen. Aber Schrittgeschwindigkeit. Ja, so hier schlafen die Hunde? Genau, das ist der Hundeplatz. Ja. War das warm? Ich habe extra genäht für die zwei. Echt? Ja, da ist so eine, habe ich so Ikea gefahren, habe eine Matratze gekauft und die da reingeschnitten. So, jetzt könnt ihr hier durchgehen. Das macht ihr auch schon mal von innen? Ja, die Hunde müssen ja da einsteigen. Also wir heben die ja nicht hoch, sondern die müssen ja hochkommen irgendwie. Und das geht dann ganz einfach. Ah, da ist so eine Feder dran, oder? Na. Zieht das dann zurück? Okay. So, jetzt sind wir runtergefallen. Guck mal hier, das werden wir nämlich gleich sehen. Wir werden gleich mal reingehen. Bei dem großen Wettrennen hier. Ihr habt eine Kaffeemaschine richtige drin, also die malt auch. Dann habt ihr einen Backofen drin. Den guten Hersteller aus der Schweiz. Saeco, oder? Nein, aus der Schweiz. Die Jura. Jura, okay. Ja. Da ist sie drin. Also da kommen wir gleich mal zu. Da unten hast du einen Choke, sehe ich gerade. Den hast du auch noch drin, wenn er kalt ist. Ja. Standgas. Standgas zum Hochdrehen. Also gerade jetzt, wenn wir Luft befüllen, kannst du mit dem Standgas ein bisschen hochgehen und dann geht es schneller mit der Luft. Du bist mein Held, meine Heldin, wie man ja heute sagt. Ja. Nee, weil du das echt gut machst. Also ich bin voll dein Fan, muss ich sagen, weil LKW-Fahren und Frauen, das ist ja ganz normal. Es fahren ja immer mehr Frauen auf Bus. Also das ist, ich war in der Fahrschule, also am Anfang war ich alleine, aber bis dann diese gefühlte 100 Stunden rum sind, Theorie, waren wir dann 4 Frauen. Natürlich, und wenn dann Technik-Sachen reinkommen, dann werden natürlich die Frauen gefragt, ist klar. Weil die Männer immer denken, wir wissen es nicht, aber ja. So, die Hunde werden natürlich angeschnallt. Ja, ist ja klar. Pflicht. Ladungssicherung? Pflicht. Es ist auch eine Sicherheit für uns. Also wir wollen ja nicht, dass die durch die Scheibe fliegen. Das hat der Thomas extra dahin gemacht, ne? Dass wir die schön einhaken können am Geschirr. Für beide, jeder hat seins. Genau. Dass denen auch nichts passiert. So, Haus verkauft, Wohnung habt ihr noch. Die ist jetzt gemietet gekauft? Die ist, genau, die ist jetzt gemietet. Gemietet, so eine kleine Wohnung. Genau. Groß die Wohnung? 80 Quadratmeter. Also ist so groß, oder? Ja, also wenn du von 150 kommst, ist es nicht so groß. Aber es reicht für uns, also locker. Wir wollen ja auch nicht da jetzt drin wohnen, sondern wir wollen ja in Maltimo wohnen die nächsten 2 Jahre. Okay, so ist das. Der parkt wo, der Maltimo? Jetzt im Moment vom Haus. Vom Haus? Genau. Aber was sagen die Nachbarn? Ein paar freuen sich und ein paar finden es nicht so doll. Ich meine, der wirft ja Schatten so ein bisschen. Ja, aber das ist eine Sackgasse, wo er jetzt steht. Das ist eine Sackgasse. Genau. Okay, der stört da nicht. JBL. JBL habt ihr vorne drin. Sag mal, ja, aber gibt ja kein Radio. Ist aber so laut, der kämpft schon, oder? Der JBL. Nee, überhaupt nicht. Also wir haben noch eine zweite, aber also uns reicht eine. Gott. Außerdem ist ja. Hast du das Gefühl, dass ihr mehr jetzt miteinander redet, seitdem. Es ist witzig, dass du das ansprichst. Wir hatten schon immer die Devise, also wir hatten irgendwann mal vor Jahren im Radio gehört, dass ein Paar, das länger zusammen sein muss, 7 Minuten am Tag sprechen muss. Also 7 Minuten nicht darüber, wer organisiert was, wer geht mit den Kindern dahin und so weiter. Und das handhaben wir eigentlich schon ewig, dass wir mindestens 7 Minuten am Tag. Und du brichst genau nach 7 Minuten ab. Nein, das heißt, aber es ist so ein Mindestum. Ja? Also ich meine, gerade Alexa, Timer 7 Minuten. Das nicht, aber es ist so ein bisschen ein Anführungs-, also gerade wenn man gearbeitet hat und oder wenn der Thomas unterwegs war, dann haben wir schon abends lange telefoniert, einfach auch, ja, um uns wirklich auch auszutauschen, richtig auszutauschen. Und ja, uns wird nicht langweilig, also wir finden immer einen Redestoff. So, und was ist das für ein Hebel da, der Orangefarbene? Das ist noch von dem... Ach du redst platt, ein bisschen. Ja, ein bisschen kann ich das. Nein, ich kann es richtig gut. aber ich habe gelernt zu switchen. Okay, zwischen Hochdeutsch und, also ganz reines Hochdeutsch ist natürlich nicht. So, ich
Ich hau mal gerade, ob der Reifen wieder voll ist. Hau mal gerade. Dann kriegen wir denn die Kiste auf. Da. Ja. Und? Ist er voll? Ist er voll? Gleich ist er voll, ja. Gleich ist er voll, also, das heißt. Wir können schon fahren, ne? Fahrer, ja. Ja, wir fahren schon. So. Noch nicht, gibt dir ein Zeichen. Wir haben den ja nur am Stand laufen lassen. Wenn er im Stand läuft, produziert der Kompressor weniger. Zu viel Luft. Wenn wir das Standgas ein bisschen erhöht hätten, wären wir schon dreimal fertig. So, die, aber jetzt kann man trotzdem fahren. Die sind im Weg, die Hunde? Nee. So. Machen wir mal zu. Ich glaube, es ist nicht so. Ich schnall ich mal an. Ah, jetzt habe ich drauf gedrückt, siehst du, ausgemacht. So, der hat nämlich so einen Killswitch. Jetzt machen wir nämlich mal eins. Wir fahren mal ohne deinen Mann. Hey. Ohne meinen Mann. Das ist ja eine Premiere, da hast du recht. Das ist noch nie passiert. Und wir fahren hier am Privatgelände einmal hin, einmal her. Ja. Du hast keine Rückfahrkammer im Moment, gell? Deswegen, aber das geht mal, schon. Das also wir müssen jetzt nirgends rückwärts fahren. Nee. Machen wir nicht. Also, was heißt, ich hoffe, ich mach's jetzt. So, das heißt, du startest und dann? Ich fahre mit dem zweiten Gang an. Zweiter Gang an, warum? Der hat so viel Power. Genau. Echt? Ja. Okay. Jetzt kriegst du nicht mehr raus. So. Okay, sehe ich was? Okay, los geht's. Boah, wie cool! Was ist denn da cool? Also, es gibt ja schon, ich meine, jeden Sonntag kommen ja im Fernsehen die Trucker Babes. Also, wieso sollen die das können und wir Frauen hier. Ich gucke ja kein Fernsehen mehr, ja, ach so, seit okay. 10 Jahren. Cool. Ja. Gute Devise, wir haben auch kein Fernseher hier dabei. Ja. Also, für den Herrn. Also nichts Satanlage oder so, aber nein, es gibt ja, also es gibt ja SIM-Karten, die kannst du kaufen im Ausland. Aber wir haben, wie gesagt, nicht mal einen Fernseher drin, weil wir nicht so. Wir gehen lieber in die Natur. Ist ja schon laut, wenn du so länger fährst. Das heißt, nee? Nö, er gewöhnt sich dran. Boah, bist du eine coole Socke. Das ist so. Fährt einfach mal los, haben wir ja nicht getimt. Nö. Also du bist so ganz entspannt, bist hier am Cruisen. Das ist ja auch extrem entspannend, so der LKW-Fahren, oder? Ja, ich meine, wir fahren ja jetzt, was fahren wir? 25, also das ist jetzt nicht so mega schnell, ja? So, dann fahren wir mal hinten raus, fahren einmal nach links und vorne wieder rein. Das ist ja cool. Vorbild 24. Habt ihr Vertrauen zum Tobias? Ja, total. Also, und auch gerade diese Reise, das hat jetzt einfach gut gezeigt, dass das Auto genau das Richtige ist und dass da er auch wirklich viel kann und wir das super testen konnten. So, da vorne ist so ein Ding, was so blinkt. Was ist das? Die Maut? Oder? Die Maut, ja, genau. Wir haben dieses große Mautkästchen, wo du durch viele Länder fahren kannst. Und das gibt's wo, das Mautkästchen? Also ADAC und dieser andere Club da zusammen. Also das ist irgendwie so ein. Also es gibt jetzt eine Lösung, da hast du nur einen Mautkasten. Genau, einen Mautkasten für richtig viele Länder. Außer Schweiz natürlich, ist ja klar. Schweiz gibt's eine App. Genau, Schweiz gibt's eine App. Ja. So, die Höhe. Da hast du Respekt? Ja. Die Höhe ist, also ich kann das auch noch nicht gut einschätzen, muss ich sagen. Ja, mit dem 4 Meter, dann denke ich mal, jetzt muss ich mich ducken. Nutzt so. Natürlich nichts. Es nutzt nichts. Nutzt natürlich nichts. So, jetzt wird es hier eng. Ja. 2,50 Meter Breite nehme ich an, oder? So, da fahren wir Josch. Jawohl. Aber locker hier. Der Buschcamper. Und da vorne die alte Schmiede, das ist die du ja schon kennengelernt hast, oder? Ja, genau. Wir waren auch mal da und haben auch eine Führung mitgemacht. Das ist richtig gut. Also eine Schmiede aus dem, glaube ich, 16. Jahrhundert, die noch funktioniert. Ja. Und da vorne geht's raus. Als ich das letzte Mal da war, war ein schön so ein großes Schiff, also hat er angelegt. Was ist hier mein? Ja. Was mir auffällt, es klappert nichts an dem Auto. Nein, auch innen nicht. Nee, überhaupt nichts. Die Tür ist ja jetzt offen, aber es klappert gar nichts. Die Tür ist offen. Ach so, hier, nee, da klappert nichts. Also wenn man Offroad fährt, fährt man auch offen, ja. Obwohl ich extra so ein Kissen genäht habe, damit wir, da kommt jetzt einer, damit wir das dämmen können schön, damit es nicht so laut ist. Aber beim Offroad fahren ist es ja besser, wenn man offen hat. Dass man hört, wenn der Kühlschrank rausfällt, sagt der Tobi immer. Die Trucker Babes, was ist das für eine Sendung? Ja, da kommt dann sonntags immer so eine Sendung über Frauen, die halt im LKW unterwegs sind und als richtig. Ich schätze, die werden bei dir anrufen. Naja. Also die nächsten 2 Jahre habe ich keine Zeit. Wir sind dann erstmal auf. Die nächsten 2 Jahre habe ich keine Zeit. Wie cool. Oh, ich bin so neidisch, weißt du das? Echt? Ja, du, das ist echt verdient. Danke. Nach dem ganzen Stress, Haus verkauft und so weiter. Ja. Ja, aber was sagen die Eltern?
Ja, also natürlich ist es jetzt erstmal ein Schock, dass wir sagen, wir sind 2 Jahre weg. Aber die freuen sich trotzdem für uns. So, da fahren wir gleich wieder unten hin. Dass wir das machen. Da stehen die Feuerwehren. Und jedem, dem wir erzählen, wir machen sowas, kriegen wir eigentlich nur positive Resonanz. Also von dem her, ja. So, du blinkst. Was hier übrigens klickt, ist kein Soundgenerator, sondern wirklich ein Relais. Ja, jetzt kriege ich den Gang nicht rein. Okay. So, jetzt kriege ich den Gang nicht rein. So, jetzt geht es hier eine scharfe Kehre. Es kracht es wahrscheinlich gleich an. Warum? Weil da vorne muss noch ein bisschen was ausgeschnitten werden. Also. Weil der Reifen zu groß ist, so ein bisschen. Das ist kein Problem. Das geht. Ja. So, da kommen sie. Dein Mann ist wahrscheinlich schon Adrenalinspiegel. Nee, der vertraut mir. Der vertraut mir. Ja, na klar. Die Hälfte davon gehört ja auch ihm, also von dem her. Ach, ihr habt eine Zugewinngemeinschaft? Ja, klar. Ganz klassisch. Ist geil. Sehr schön. So. Das heißt, das Geld habt ihr jetzt nicht in das Auto investiert, was ihr vom Haus bekommen habt? Ein Teil schon. Teil schon? Ja, klar. Ein Teil war noch übrig. Ihr hattet eine schöne Wertsteigerung, muss man sagen, beim Haus, denn Immobilien sind ja sehr, sehr wertvoll im Moment. Ja. Habt ihr die 10 Jahre voll gehabt eigentlich? 15 Jahre haben wir da. 15. Okay. Also, ihr habt da viele natürlich Erinnerungen dran gehabt an das Haus. Was war das im Feeling, Übergabe? Ja, das war heftig, aber wir haben uns gefreut, weil die das gekauft haben. Das sind ganz liebe Leute. Ja. Und ich glaube, die werden auch viel Spaß damit haben. In gute Hände abzugeben, ja, hieß noch, es dann. Ja, muss man wirklich sagen. Das war uns auch was wert, ja. So, komm, mach mal aus. Was ist zu tun, ausmachen? Ja, erstmal Handbremse ziehen, Gang ist draußen und da unten ist ein schöner Drücker zum Ausmachen. Okay, das war's. So, das war doch easy. Preis vom Führerschein, was hast du bezahlt? Das weiß ich gar nicht. Ging ja recht schnell. Durch das, dass ich den alten Führerschein hatte, schon den C1 und dann nur den C machen musste. Okay, ging recht schnell. Das geht recht schnell. Eine Woche, zwei, oder? Nein, du musst ja Theoriestunden, musst ja einige nehmen. Ich glaube, 10 Doppelstunden Theorie. Ja, aber... Du hast gesagt, nach gefühlten 100 Stunden Theorie. Ja, weil das kommt dir halt so lange vor, weil du das machst du 3-mal die Woche, nimmst den Theorieunterricht mit und dann sitzt du halt da und irgendwie nach dem 4. Mal denkst du dir, oh, schon wieder. Hast du Freunde auch gehabt oder Freundinnen? Ja, ich gehe mal davon aus. Die sind ja auch jetzt weg, 2 Jahre. Oder? Genau, ja, aber also heute mit dem ganzen Internet, WhatsApp. Ja, ist auch was anderes, wenn dir die beste Freundin Kuchen essen und ja, Kaffee. Aber dann chatten wir halt, schreiben uns, geht schon. Das heißt, du hast gar keinen Rückfallpunkt, wo du mal schimpfen kannst über deinen Mann? Doch. Ja, doch, ich kann ja schon anrufen. Also das werde ich auch tun. So, bei den Freunden. Raus. Wir gehen mal raus und dann sagen wir mal. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier vorwärts, rückwärts mal kurz gucken. Kriegen wir hin. Das letzte Gimbal nämlich zerstört beim Runterspringen. Das war äußerst unangenehm. Ja, das ist auch nicht so gesund, ne? Ja. So, jetzt gehe ich mal. Ich drehe mich mal. Also ich habe ja beide Hände voll. Warte, ich lege mal das Mikro hin. So. Dann halte ich mal hier links. Jetzt geht's easy. So. Da ist mein Mikro. Da ist es. Cool. Cool, cool. Wir haben so geiles Wetter, ja, Tobi. Super, ja. Oder? Sonnenschein, das ist so richtig. Du merkst auch, was für eine Kraft die noch hat, ne? Krass. So, gut, da sind wir schon beim Thema Solar. Solar am Dach. Ja, hup. 1,6 Peak. So irgendwas. Ja. Echt? Hier, vier Module, 4x360 WP. Ja. Okay, das ist wichtig. Das heißt, auch wenn es mal bewölkt ist, kriegst du da... Kommt noch ein bisschen was rein. Wie viel? 150? 150, 170, je nachdem. Das heißt, Batterien, da ist wahrscheinlich ein Booster drin, Ladebooster? Ladebooster ist drin, genau. Wir haben 3 AMG drin. 200. Ja. 220 Ampere in so einer Deep Cycle von Victron, die kannst du bis auf 30% auch nutzen etwa. Das heißt, roundabout dann irgendwo 250 Ampere auf 24 Volt. 200. Auf 24, ja. Das langt. So. Ja. Hast du eine Mikrowelle drin? Nein. Nee, haben wir natürlich nicht, wir kochen noch. Das wir kochen noch. So, und das heißt, außerdem wird das auch getötet, glaube ich, das Essen in der Mikrowelle. Wie auch immer. Keine Ahnung, wir haben keine. Gut, ich wollte nur mal einschätzen, wie du drauf bist, weil es gibt Leute, die sagen, ich kaufe ja keine Mikrowelle, wird alles tot gemacht. Nee, wir kochen halt. Gut. Also nochmal zusammenfassen, ihr esst Fleisch, richtig? Seid ganz normale Leute. Ich zeig mal gerade, das sind die Lampen, die du hast. Tobi, ja. Das optische Erscheinungsbild allein durch die Lampen und das, was alles drauf ist, Wahnsinn, ne? Genau, also ich finde es klasse, hier haben wir auch was Wunderschönes uns einfallen lassen. Weißt du, was hier versteckt ist? Ach, ein Schmuggelfach. Genau, das ist sozusagen der Kaffeeautomat für den Außenstehenden.
Dann haben wir erst gemacht, habe ich sehr viel geflucht, weil es einfach Stunden gedauert hat, das so da rein zu konstruieren. Jo, hat man nämlich schon anders gemacht. Guck mal hier, eine wunderschöne, fast 10 Tonnen starke Elektrowinde. Ohne, dass man die sieht. Ohne, dass man sie sieht, ja. Das war die Vorgabe der Dame des Hauses. Ja. Sie wollte hier keinen Nasenbären haben, ja. So wie du. Genau, wie ich es teilweise auf anderen Lösungen schon hatte. Ne? Weil wir können das, jetzt sieht eigentlich aus wie ein klappbarer Nummernschildhalter. Ne? Mhm. Nee, nicht. Ne? Haben wir da reingekonstruiert. Ja. War auch schon richtig gut im Einsatz in Tunesien. Die Winde. Haben den Willi gerettet. Okay, meistens rettet man ja die anderen mit der Winde. Genau, ne? Eigentlich fast das ist eigentlich eher für das. Aber man bringt sich auch nicht in den Gefahrenbereich. Das ist der Vorteil. Ne? Also man rettet ja mit sich auch. Aber was ist da drunter unter der Klappe? Das ist nochmal eine Serviceklappe zum Befüllen des Scheibenwasserbehälters und glaube ich auch Kupplungsentlüftung ist da noch der Behälter. Du weißt ja alles. Gut, du bist auch Kfz-Mechaniker. Ja, und Lkw-Fahrer seit 30 Jahren. Also ich habe auf den Fahrzeugen ähnlicherweise, also bei der Feuerwehr bin ich die gleichen Fahrzeuge gefahren, ja. In der Freiwilligen Feuerwehr. Und das sind die noch alle gefahren, ne? Du bist doch da haben wir die noch, gefahren, ja genau. So, und da vorne ist ein Druckluftanschluss, das heißt, du könntest auch vorne ziehen. Befüllanschluss. Nee, das ist eigentlich auch von der Feuerwehr, da kann man eigentlich nur Druckluft einfüllen. Achso, wenn da steht, das Fahrzeug, genau, damit das Fahrzeug immer betriebsbereit ist. Okay. Bei der Feuerwehr ist das verstanden. Ja natürlich von Vorteil gemacht. So, das haben wir, jetzt haben wir ganz viel außenrum geredet, jetzt sind die Leute schon ganz heiß. Ihr habt einen eingebauten Diebstahlschutz. Wenn man nicht weiß, wie man da reinkommt, kommt man erstmal nicht hoch. Die Höhe allein ist schon Sicherheit, oder? Das ist eigentlich ja sehr angenehm. Auch ja, doch, absolute Sicherheitsgeschichte. Echtglasfenster? Ja, natürlich. So, das heißt, also da kann es auch schon mal kratzen. Was ich nicht verstanden habe, das heißt, diese Schicht, die außen drauf ist, darunter ist Holz. Ja. Und das ist sowas wie im Prinzip ein Dach von einem Cabrio oder sowas? Die das ist jetzt kein Cabrio-Stoff, das ist eher eine bewährte Dachhaut, die auch im Flachdachbereich seit 25 Jahren schon im Einsatz ist. Die atmet. Genau, die ist dampfdurchlässig, nennt sich das ganz genau. Ne? Das ist eine dampfdurchlässige Haut, die kann also, ist in der Lage, jetzt im Sandwich gebundene Feuchtigkeit auch ganz, ganz langsam in Dampfform nach außen abzugeben. Mhm. Ja? Okay, das heißt, wenn du schwitzt, das sind ja mehrere Liter Wasser, die man verliert mit zwei Leuten. Genau, das Holz, also im Grunde genommen ist es ein bisschen Augenwischerei, auch wenn andere erzählen, das liegt im Prozentbereich. Ne? Also wenn du jetzt hier einen Hygrometer reinhängen würdest und eine Plastikkabine unter gleichen Umständen mit Hunden drin, sind beide übersättigt am nächsten Tag. Und der Unterschied liegt halt bei 1-2%, weil hier die Wand etwas aufnimmt. Ne? Nicht die Welt. Ist nicht die Welt, aber die Wand hält halt die Feuchtigkeit besser als eine Plastikwand. Ne? So, das ist eine Eigenkonstruktion oder gibt es die so zu kaufen, die Leiter? Die Leiter ist eine umgebaute Haushaltsleiter, die es zu kaufen gibt. Ne? Und die kannst du jetzt in drei Positionen anlegen, vorne, links oder rechts. Mhm. Das war noch so das Podest, wie wir es gebaut haben vor einem Jahr. Ach, die Hunde gehen direkt hoch. Ja, die Hunde kriegen das noch hin. Ja, zu Hause. Wir bauen den aber jetzt um in 14 Tagen, dann kriegt er ein großes Podest oder zwei und ein bisschen einen schöneren Boden mit Holz drin, dann werden die nicht so heiß. Weil das Aluminiumriff und die Leiter machen wir ein wenig flacher, also eine etwas großzügigere Leiter, die den Einstieg der Hunde ein bisschen bequemer gestaltet. Unterfahrschutz für den Tank, auch wichtig. Ja, noch nicht. Doch, im Tagliamento waren wir noch ein bisschen unterwegs da in Italien. Da haben wir mal gekratzt, als wir so eine Flussdurchfahrt gemacht haben. Mhm. So, dann geh mal hoch bitte, Tobi. Ja. Schuhe aus oder ist egal? Nee, die ziehen wir aus. Ja. Ziehen wir aus. Ziehen wir aus. Ich ziehe so aus zumindest. Du hast ja einen nagelneuen Schuh. Ich habe meine alten Mammutschuhe an. Das ist ja. Ja, der Tobi fährt auch gerne Volvo V70 gebraucht. Das ist ja schon der Klassiker hier. Volvo V70, sehr solides Fahrzeug. Ja, mit dem D5. Jungs, komm, Platz unten. So viel Platz haben wir nicht. Komm. So, jetzt muss ich. Geht es? Es geht. Anja? Ja? Du bist super gefahren, ganz ehrlich. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt richtig Angst. Was heißt denn richtig? Hallo? Das Scherz. Also Schatz, ich hatte noch nie Angst mit dir. So, ich mach mal auf. Ihr habt nichts aufgeräumt hier groß? Nee. Das ist euer Normalzustand. It's my life. So, genau. Warte mal, ich... Schuhe. Weil es wird ein bisschen kompliziert. Ich gehe ja nicht aus Bett damit. Das ist die Dusche hier, direkt am Eingang. Das ist die Dusche. Da haben wir sogenanntes Einstiegsbad. Okay. Oder die Einstiegsdusche im Einstiegsbereich, um einfach
das Auto war ja so, aber wir hätten es auch so genommen. Also wir hätten es so konstruiert. So, wahrscheinlich ist der Spiegel, direkt mit drin. Für die Dame des Hauses, bevor sie aus dem Haus geht. Der ist ja riesig, der Spiegel. Das heißt, du kannst dich komplett drin sehen, Anja. So, wenn dich fertig machst. Ja. So, dann kannst du rein. Das erweitert den Raum auch nochmal schön, oder? Genau, im Prinzip, wenn man jetzt duscht, könnte man hier das ein Raumbad lassen. Und dann hat man eigentlich ein wunderschönes Raumbad. Hell mit Lichtern dann. Ich guck mal gerade, ob ich wirklich den Weitwinkel aufgezogen habe. Ah, ne, da geht noch ein bisschen was. Ja. So, dass man das sieht. Da wird es ein bisschen größer. Das heißt, du hast die Designwaschbecken hast du hier drin. Ja, guck mal. Das wie gehabt, das war ja schon da. Aber es ist natürlich von der Größe und von dem das Maximum, was man in dem Bad so okay realisieren kann. Trennklo gibt es ja auch mit einem Tank genau drunter. Aber genau, der, ihr tragt den weg oder wie? Ja, klar. Wie oft am Tag? Einmal am Tag. Also eigentlich fahren wir nie, also wenn wir jetzt weiterfahren, fahren wir nie das, was drin ist. Es stinkt nichts. Also eine Trenntoilette ist sicher. Funktioniert einwandfrei. Mhm. Was ist da drin zum Trennen? Wir haben Torf, also Kokostorf im Endeffekt. Diesen Riegel, den löst man auf und dann befüllt man das Ding und kann dann 3-4 Wochen. Und das stinkt nicht? Gar nicht. Und da ist ein Ventilator drin, der trocknet. Da ist ein Ventilator drin, der hier hinten rausgeht. Sag mal wo? Da? Da, an dem Abluftschlauch. Da ist ein Ventilator und der läuft die ganze Zeit, oder? Den kann ich hier ein- und ausschalten, aber in dem Moment, wo es in Benutzung ist, läuft's. Und da riecht nichts? Nö. Ich meine, ich rieche ja nichts, aber also ganz wichtig, Handtuchhalter hast du mit dabei, beheizt. Ja, das ist ein beheizter Handtuchheizkörper. Schöne Fenster habt ihr drin. Sag mal, ist das nicht toll, als Paar zu verreisen und jeden Tag woanders zu sein auf Wunsch und da stehen zu bleiben, so lange wie du willst, genau, an dem Punkt, aber wirklich frei zu sein. Nicht, ich meine, du brauchst ja nicht zwingend auf dem Campingplatz, du kannst dich ja überall hinstellen damit, oder? Überhaupt nicht. Also ja. Wir haben 600 Liter Wasser und wie gehabt, Strom ist ja über jeden Zweifel erhaben. Ja, wir können stehen, wo wir wollen, also wenn es erlaubt ist oder, ja. So, was ist hier vorne drin, da so ein kleiner Stift, was kann das der? Das ist zum Abschließen. Zum Abschließen? Ja, dann für die Toilette, wenn man... Kannst du das Klo hier zumachen? Toilette. Ah, okay, dann verstehe. Ja. So, ist mir noch aufgefallen, habe ich noch nie gesehen. So, dann hast du eine Dusche mit drin, da gibt es ja so Sparköpfe. Hast du einen Sparkopf verwendet? Das ist eine ganz normale, ganz normal. Duschkopf, kann man dreimal, viermal verstellen noch von der... Und das Rost bleibt drin während der Dusche? Der Rost, der bleibt drin, ja, genau. Das ist ja eine integrierte Duschwanne, die auf dem Abwassertank integriert ist. Und du könntest theoretisch im Freien duschen, wenn du willst? Ich könnte auch hier draußen im Freien duschen. Okay, wir raushalten. Auch draußen nochmal eine Außendusche. Okay. Genau. So, das ist der Durchstieg, wenn du mit dem mal kurz mal öffnest. Den kann man abschließen, das ist wichtig für das Verschiffen. Genau, ja, natürlich auch so für die Sicherheit, weil ich meine, das Einfachste ist natürlich ins Führer rauszukommen. Mhm. Aber hier dann weiterzukommen ist natürlich dann die... Okay, das ist ein gar nicht so easy. Dann bist du selbst auf die Fähre gefahren eigentlich mit dem? Ja, selbst? Natürlich. Okay. Also es gibt ja auch entsprechende Momente, da fahren die Leute auf die Fähre, so ein LKW, da darf man nicht selber fahren. Das gibt's auch, oder? Wüsste ich jetzt nicht. Nee, man fährt selber. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand von der Fährgesellschaft diese Verantwortung übernehmen würde. Den zu fahren, also und da einen Schaden zu riskieren. Ist die große Fähre gewesen eigentlich? Die war schon richtig groß, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel das da... Müsste man Tobi fragen. Ich weiß nicht, 5000 Leute oder was. Also mehrere Stockwerke auch. Ja, klar. Ja. 4, 5. Krass. Preis von der Fährüberfahrt? Was kostet was? Kann ich dir nicht sagen. Wie gab es? War ein Komplettpreis. Okay. Komplettpaket vom Tobi. Der Tobi hat wahrscheinlich dem einen oder anderen da 5 Euro gegeben. So, jetzt ziehe ich aber die Schuhe aus. Jetzt machen wir nämlich, das kostet mich einmal ziehen. Siehst du, die Frau, die lacht mich schon an, weil die gesagt hat, wenn der da mit Schuhen reingeht, dann knall ich dem ins Gesicht. Einen guten Staubsauger. So. Aber ich mache das jetzt mal der Höflichkeit her. Teppich ist natürlich schön. Habt ihr den reingelegt? Den haben wir jetzt gestern erst reingelegt. Anja wollte es einfach mal probieren von der Wohnlichkeit, jetzt im Winter auch, weil es ja ein bisschen kälter ist. Ach, schön, hast halt einfach immer gleich warme Füße. Ist ein bisschen gedämmter. So, setz dich mal rein. Du bist links oder rechts? Wo ist dein Platz? Wie? Hier. Wenn ihr frühstückt. Okay. Aber das ist eigentlich. Das ist der Masterplatz. Da vorne sitzt hier Anja. Wurscht. Anja sitzt normal hier. Anja, du magst mal kommen hoch. Wir können auch tauschen. Na, alles gut? Nee, nee, passt. Das hat nur mit der Hunde wahrscheinlich, wenn die jetzt rein. Vielleicht lässt du sie. Ah, sie lässt sie draußen. Lässt sie draußen. Anja, bitte zieh die Schuhe aus. Ich mag das nicht. Also wenn hier mit Schuhen reinkommst, das will ich nicht. Weil ich den Teppich so gut verlegt habe. Ja, das ist sau viel Arbeit, so einen Teppich zu schneiden. Ich wollte aber extra einen haben, wo man waschen kann. Ja? Ja. Deswegen, wir haben ja auch eine Waschmaschine dabei.
Ihr habt eine Waschmaschine? Ja, eine Waschmaschine. Wo denn? Im Kofferraum. Ach, so eine der Deo Mini, genau, oder? Genau. Das ist das, ja. Eine Little Swan. Panasonic, oder? Waschmaschine ist ja geil, oder? Ja, ist gut. Ja. Das heißt, du kannst jederzeit zum Beispiel Unterwäsche waschen, genau. Handtücher. Die man nicht unbedingt im Waschhaus machen lässt. So, dann ganz viele Schalter, Anja. Ganz viele Schalter, ja. So, sag mal, was sie können. Ein- und ausschalten. Ein- und ausschalten. Da sind natürlich eingebaute Sicherungen drin. Wasserbombe, klar. Alles hinten dran. Sag mal. Ja. Boah, das haben die gar nicht schlecht gemacht, finde ich, oder? Nicht schlecht. Ah, das hier, der Ausschnitt, der ist ein bisschen... Der ist nicht ganz gerade, Tobi. So. Ja, da haben wir im Sichtbereich, ne? Da haben wir ein bisschen abgezogen. Da wollten wir eigentlich noch eine Blende drüber machen, dann so optisch. Nee, eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht. Nee, also es ist so, ja. Sieht man ja nicht. Also man muss dazu sagen, der Innenausbau dieses Fahrzeuges von null ab, hat der Klaus gemacht. Ja. Ist in 6 Wochen komplett entstanden. Darf ich dir ein ganz großes Kompliment machen? Wir sind ja eben gefahren, hatten die Tür offen. Es hat nichts geklappert. Nichts. Innen drin. Nee, das ist gut gemacht. Ne? Also das ist... Aber gar nichts. Es liegt ja auch am Schrank einräumen. Ja. Es hat auch nichts geknirscht. Wir haben nichts dafür. Es gibt so ein paar Sachen im Nachgang, wie die dezente Kaffeemaschine. Ich habe gesagt, da gibt es so einen kleinen, kompakten Automat. Ne? Was kriege ich in der Schachtel? Den kleinen, kompakten Automat. Und dann geht es noch darum, wir haben sonst keinen Verstauungsplatz, war ja nicht vorgesehen. Wie kriegst du das jetzt installiert, dass es am Ende sogar noch einigermaßen aussieht und hält? Ne? Das heißt, die Wanne vorne, die da rausziehbar ist, die ist mit einem Vorreiber gesichert aus dem Campingbereich. Mhm. Und die ganze Maschine drauf mit diesem stylischen Lederbändchen auf dem Podest. Das, ich denke mal, da könnte Kaffee drin sein, oder? Oder so. Ja, klar, Kaffee und Zucker. So, das heißt, wir haben das darf aber nicht fehlen, Kaffeemaschine, oder? Okay. Natürlich hat nicht. Hat schon ja, was. Hallo. Hat schon was. Und es war auch eine der Voraussetzungen für meine Frau. Sie wollte unbedingt sehr guten Kaffee trinken unterwegs. So, und also, da du ja selbst nicht reden kannst. Genau, kann ich nicht reden. Nein, es war Voraussetzung, eine gute Kaffeemaschine. Also bin ich los und habe eine Kaffeemaschine gekauft. Duschen ist hier schön drin? Wunderbar. Ja. Also besser wie auf manchem Campingplatz. Ja, absolut. Vitrifrigo, der teuerste Kühlschrank der Welt, sage ich immer. Das ist ein echt guter Kühlschrank, den ihr da habt. Wenn du den mal gerade öffnest. Oben der ist oben. Der ist zwar nicht so. Nicht, dass was rausfällt, weil wir gefahren sind. Der ist zwar nicht so breit, aber er ist hoch. Nee, guck halt. So, mal gucken, was ihr da so drin habt. Echt, ohne Scheiß, habt ihr Sachen mitgebracht aus Tunesien? Ja, guck mal, das ist noch drin. Was ist das da? So Marmorkuchen, oder? Ja, genau, so Marmorkuchen. Den mal kurz rausnimmst, Mama. Wenn mal einer in Unterzucker fällt, weißt du? Das ist ganz praktisch. Sag mal. Da gibt's nämlich so Männer. Ist der teuer, so ein Marmorkuchen eigentlich? Den gab es morgens zum Frühstücksbuffet. Ja, genau. Zum Frühstücksbuffet. Ja. So, dann ist hier Lee. Was ist auch das so, da? Auch noch aus Tunesien. Habe ich noch. Ich tue mir immer schwer mit Sachen wegschmeißen, mit Lebensmitteln. Ja, so nach ein paar Jahren. Nach ein paar Jahren, aber wir waren ja erst. Genau. Wir waren ja. Boah, ich stehe aber voll auf Fleisch. Ist ja der Hammer. Das ist doch für die Hunde. Ach, für die Hunde. Das ist Hundefutter. Das Barf, okay. So, Knacks, habt ihr Gurken. Was mich immer stört, ist, du kriegst kaum Salzgurken. Also es ist echt krass, oder? Ja, und ich esse es gerne aufs Brot. Gewürzgurken. So, da ist von der Fleischerei. Darf ich da mal Werbung machen für die Fleischerei? Ist es die bei euch aus dem Ort, die Fleischerei? Nee. Okay, ein Ort weiter. Ja. So, der da ist. So, und dann, also ganz normaler Kühlschrank. Dann hast du unten eine Getränkeschublade. Genau. Finde ich eigentlich ganz cool an der ganzen Geschichte. So, wie ich ja deinen Mann schon interviewt habe, der trinkt ja keinen Alkohol. Nee. Gibt doch was Neues. So, und da vorne ist so ein bisschen Bier drin, ein bisschen Cola und so. Also die Getränkeschublade ist schon echt gut, ja. Ja, die ist super. Ihr könnt auch gefrieren, aber nur vorne, oder? Nee, oben ist auch noch ein kleines. Wo denn? Ach, da oben. Okay, bitte mal öffnen. Ach, guck mal. Was da wohl rauskommt. Ob die Pizza drin. Oh! Guck mal da, Havanna Club. Und Gin. Und Gin natürlich. Es geht so um die innere Desinfektion, nehme ich an. Ja, nur. Ist wahrscheinlich zum Spülen wegen der Corona-Zeit. Dann die Spüle, die ist natürlich genial, weil sie schön groß ist. Da passt auch ein großer Teller rein. Locker. Ja, hast du warmes mich, Wasser? Dann muss ich jetzt übers Geschirr. Ich habe dich gar nicht angeguckt. Spülen ist es aufgeteilt, weil ich spüle mal bei uns. Ganz ehrlich. Ja. Bei uns auch. Ja. Du spülst auch, oder? Ja, wir spülen beide. Beide. Ja, so, ist das nicht gemütlich, hier zu sitzen und du guckst dann raus, guck mal, hier ist der Wald. Ja. Du kannst egal wo stöhnen. Auf der Fahrt hin habt ihr ja schon mal ein kleines bisschen getestet, wie das so geht mit langen Reisen und so. Ich habe eben gesagt, es ist ein bisschen laut. Du hast gesagt, man gewöhnt sich dran. Genau, so ist es auch. Mhm. Also
Ich meine, der Motor macht halt seine Geräusche. Man könnte ja auch eine Gegensprechanlage nehmen und Kopfhörer. Man könnte tatsächlich noch dieses Dämmkissen da in den Durchstück nehmen, dann wird er nochmal 20% leiser. Ja, ich habe ja extra ein Kissen genäht. Ich weiß gar nicht, wo hast du es denn hin? Das merkst du, und von vorne kommt auch noch was. Man könnte unten auch noch mal ein bisschen. Es ist jetzt nicht so dramatisch. So, man kann hier ein Bett bauen noch. Ja, können wir mal. Bett bauen brauchen wir aber nicht. Batterien und so weiter. Ist da irgendwas drunter hier? Genau, das ist da unten drunter. Da sind die Batterien. Die Batterien sind hier. Ist zu sehen. Kann man das mal sehen? Oder? Müssen die Herren ihre Füße lupfen? Ja, da müssen die Herren mal aus der Position laufen. Und dann, wenn ich und die Hunde kommen. Die Hunde kommen. Hast du hier, da ist es jetzt aber ein bisschen knapp, weil den müssen wir hochklappen. Victron. Aufsteller und den Einfuß. Die Füße. Weil das ist ja im Prinzip. Wir haben hier hinten noch so eine. Gut, da brauchen wir noch mal nicht ran, oder? Nee. Und da ist so eine Bank, wo du halt abends deine Füße noch aufstellen kannst, da hinten. Okay, Victron. Also und hinten ist noch eine versetzt. Die diesen AGM Deep Cycle, das heißt, du brauchst auf Gewicht hier nicht so zu achten. Das ist eine gute Alternative zu Lithium, oder? Ja, es ist so, das wurde in dem Konzept am Anfang entschieden. Man hätte auch Lithium verwenden können, aber es gibt so ein gewisses Lithium-Restbedenken immer auch von manchen Leuten heraus. Und dann ist die nächste Alternative halt eine hochstromfähige AGM-Batterie aus einem guten Haus. Wir haben hier von Victron diese Deep Cycle genommen, die auch im Vergleich zum Lithium eine kleine Ecke preiswerter sind jetzt in der Kombi, mehr Platz brauchen und Gewicht spielt hier, wie du richtig sagst, keine Rolle. Keine Rolle. So, Backofen, da hast du den ganz normalen Tedford Triplex genommen. Triplex wieder, ein wunderschönes Ding, finde ich. Oben. Immer gern genommen. Mal öffnen oben bitte. Ja, oben mit drei Flammen und auch mit dieser Spritzschutzwand nach hinten. Das ist auch immer sehr sinnig. Haben wir sehr, sehr häufig, weil einfach das ein sehr, sehr guter Kompromiss ist. Ne? Aus dem Campingbereich. Das Ganze soll ja auch rüttelpistenfest sein. Die Situation ist, muss rüttelpistenfest sein. Wir sehen auch viel bei unseren Selbstbauern natürlich verbaute Geräte aus dem Haushaltsbereich, die wir nicht verbauen können, weil sie halt keine Fahrzulassung haben und keine Freigaben. Ne? Und das ist ein freigegebener Ofen. Ne? Man könnte noch ein bisschen hübscher sein, ja, vielleicht kommt da auch was. Wird häufig benutzt. Ne? Genauso wie der Vitri Frigo in dieser Form ja ein Vanlifer-Kühlschrank ist, deswegen ist das auch schmal gebaut. Ich verwende ihn aber auch recht häufig, weil er nimmt uns halt wenig Platz weg. Dadurch kann man. Deine Kleider sind wo? Alle da hinten in den Stoffwäschern. Wie? Die sind nicht hängend? Nein. Unterwäsche ist wo? Das sagen wir jetzt nicht, aber ihr habt keine Dachluke. Nein, was ich aber gut finde. Läuft schon kein Wasser rein, hatten wir im alten Wohnmobil. Ja, und auch nach mehrmaligem Nachfragen, auch bei anderen, also die haben sie vielleicht 5% auf. Wir versuchen die mal auszuwählen. Wenn überhaupt. Aber hier bei die Bremischen viel Solar viel und das ganze Dach ist voll mit Solar. Okay. So, das ist die Spielwiese, ich zeig's mal gerade. Das heißt, da kann man auch mal liegen, kann ein Buch lesen. Ja. Okay. Easy. So, das ist die Seite. Auf 2,30. Stützenanlage, ist es jetzt im Prinzip mit Motoren oder ist es hydraulisch gelöst? Wie habt ihr das gemacht? Also hier ist es ja über die Reifendruckregelanlage. Wir können den diagonal durch Luft ablassen um 10 cm ausbalancieren. Das ist natürlich viel, muss man sagen. Ist viel und ist gewichtsreduziert. Also keine Hydraulik verbaut, kein zusätzliches Gewicht, nichts, was nicht funktionieren kann. Okay, das heißt, du schaust dir das an ungefähr, wie er steht. Lässt hinten einfach Luft auf von den Reifen. Wir haben auch noch Unterlagmaterial dabei, dass wir noch irgendwo drauf fahren können. Oder? Ich mache das immer mit der Luftfeder. Das geht auch sensationell. Eurocargo, kannst du einfach plus minus 10 cm und das aber hilft nur dann. In die eine Richtung. Ja, nur in die eine. Also wir verbauen ja die Luftfederung für links und rechts auch noch. Der Bernd hat die zum Beispiel. Ja, ja. Ich habe die auch auf meinem Auto und dann kannst du den links und rechts ein bisschen nivellieren. Verstellen, noch nivellieren. Ne? So, da, was ist da drin? Ja, Installationsschacht. Ne? So, da ist jetzt nur vollgeladen. Da ist die Unterwäsche. Ist nochmal Mützen und Schal für die Dame des Hauses. Ja. Ja, und okay. Das hier ist eine Durchladestation. Nach hinten. Genau. Ist der Schlafkomfort gut auf dem Bett? Sehr gut. Ja. So, du musst nie raus nachts? Ich nicht, nee. Ja? Deswegen ja, ich hinten. Je nachdem, was man halt so trinkt, so am Abend. Ja. Gut, du bist aus Heidelberg. Ja. So, mal kurz gucken. Thomas Weltenbummler, die hast du bestickt. Das hast du gemacht, oder? Nein, die haben wir zum Abschied von meinem Patenkind geschenkt bekommen. Und Anja. Genau. So, also ich habe keine Fragen mehr. Wichtig ist ja, man kann sowas kaufen bei dir in Hasloch. Träume. Genau, also hier ist jetzt im Vergleich zu vielen anderen Sachen ist es halt sehr individualisiert. Ne? Also man sieht jetzt auch hier Stabverleimung. Die Stabverleimung oder? Der Holzwand. Ne? Also das Dach ist auch Holz. Alles Holz. Ja. Alles Holz. Genau so sieht er von außen aus. Ja, genau. Ohne die Folie. Wenn die Folie weg ist.
Das ist dicht? Ja. Ja? Okay. Also den ersten, der wurde gebaut vor etwa 10 Jahren. Und der Mann, der den mitentwickelt oder der dieses Produkt entwickelt hat, der ist sehr kritisch. Antwort. Ja, und ist so gut. Ohren putzen muss man. Und der fährt noch immer noch? Oder? Ja. Also das ist komplett unproblematisch in der Bauweise. Tobi, du scheinst beliebt zu sein. Das ist selten. Ich bin auch selber ein Hundeliebhaber seit Jahren. Und wir haben selber sowas Braunes. Das ist jetzt aber schon 12. Na, und die Hunde. Guck mal, er steht auf dich. Sind komplett liebenswürdig. Ne? Das ist sein Platz. So, das Schönste, was ihr jetzt erlebt habt, nochmal, wenn ihr so Zweisamkeit erlebt habt. Ich habe eben mit deiner Frau viele intime Sachen besprochen, als du weg warst. Cool. Unter anderem, dass ihr mehr miteinander redet. Ihr habt die 7-Minuten-Regel. Die hatten wir vorher, da sind wir jetzt weit drüber. Weit drüber? Ja. 9 Minuten. Da hat knapp 10. Knapp 10. Das vollständige Programm. Reden. Reden. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ganz witzig, Wir haben zusammen Musik gemacht. Ja. Wie Musik? Wir haben Musik gemacht im Spülmanns- und Fanfarenzug. Und du spielst was? Ich habe Querflöte gespielt. Und er? Trommel hat er gespielt. Trommel, Schlagzeug. Ja. Schlagzeug, okay. Mhm. Und dann? Ja, dann ist es halt passiert. Ne? Erst konnten wir uns nicht leiden und dann... Ja. Was sie halt in der Jugend, ich war Ausbilder und irgendwann hat sie gesagt, sie möchte mal trommeln, das kann sie nicht. Dann habe ich sie da weggeschickt und dann... Sie war damals wie alt, 13? Mhm. Ja. Also, und du warst? Ja, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Ja, 17. 17, 13, 17. Wir kamen erst viel später zusammen. Also es war nur, so haben wir uns kennengelernt. Also. Das ist jetzt wahrscheinlich die Geschichte für die Eltern. Aber es ist so, 13, 17 und dann, wie seid ihr dann zusammengekommen? Erst mit 17. War erst viel später. Ich hatte dann ihre beste Freundin, war meine Freundin. Und wir kamen dann immer wieder mal, natürlich Musik. Jungs, kommt. Haben wir uns natürlich immer gesehen. Mhm. Und dann privat halt wegen der Freundin. Und irgendwann muss ja mal der Punkt gekommen sein, wo du gesagt hast... Man weiß es eigentlich gar nicht mehr so genau. Aber sie hat dann, doch, ich weiß es noch, sie hat beim Pizzaservice gearbeitet und hat dann gesagt, ach, ich komme heute Abend mal vorbei und bringe noch eine Pizza mit. Das fand ich ganz gut. Bei wem hast du gearbeitet damals? Nein, neben der Ausbildung habe ich noch bei so einem Pizzaservice gearbeitet. Bei welchem? Telefon. Name? Gibt's nicht mehr. Das gibt es da nicht mehr. Gibt's nicht mehr. So Pizzaservice. In welchem Ort war das? Ja, in Wiesloch. In Wiesloch. Genau. Und da habe ich am Telefon die Bestellung angenommen, weil die Herren, die Pizza gemacht haben, ja kein Deutsch gesprochen haben. Die konnten nur Indisch. Nochmal, und er hat dann angerufen. Ja. Nein, sie hatte gesagt, sie arbeitet da. Aber ich sage, komm doch mal vorbei und bring eine Pizza mit abends. Ah, und Triggerpunkt. Dann, hast du gedacht, so eine Pizza mitbringen, abends mal ein Video? Den schnappe ich mir, weißt ja, Liebe geht durch den Magen. Genau. Gut, das heißt, ihr habt dann entsprechend Film ausgeliehen? Oder? So ungefähr. Ein VHS-Film? Ja, ja, stimmt, genau. Damals es an der VHS. Es gab schon CD-ROM. CD-ROM gab es schon? DVD ist es doch dann, oder? Nee, da noch nicht. Also ganz normale Geschichte, toll. Aber mit einem großen Happy End, muss man sagen. Du warst ja wirklich krank. Also die ganze Geschichte, wenn man das jetzt hier so sieht, dass du mit der Aprilia wirklich zur Reha gefahren bist, das... Das war schon krank. Das war richtig krank. Vor allen Dingen hat er danach neue Reifen schon gebraucht. Ne? Der kam zurück und sagt, der hat die Reifen abgefahren. Er sagt, du bist ja eigentlich da zum Reha machen. Ja? Und da gibt es, ich weiß nicht, ob du das kennst, beim Motorradfahren gibt es ja so einen Angststreifen, ne? An der Seite. Es gab keinen. Also. Ja gut, es gab auch keine Angst, weil du hattest nichts mehr zu verlieren. Ja, das ja, aber da war er ja eigentlich da, um wieder... Also fit zu werden. Also da war ich ja. Ja, war's ja. Naja. Fit. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Ihr habt einen Blog oder YouTube, irgendwas macht ihr nichts? Ja, wir machen ein bisschen Instagram. Name vom Instagram? Mighty Mo Adventures natürlich. Mighty Mo Adventures werde ich reinschreiben, also nochmal quer verlinken. Ich wünsche euch viel Erfolg. Also die Reise nach Tunesien, das ist wirklich ein Geheimtipp, muss man sagen. Ja, der ist es halt ein Insider. Ne? Also wir machen tatsächlich auch keine, wir sind ja kein Reiseveranstalter. Nein. Wir nehmen unsere Kunden mit und wir wissen uns da auch ungefähr, auf was wir uns einlassen, weil es gibt ja im Projekt schon eine Bindung, eine Verbindung. Und das ist ein bisschen schon nichts, was öffentlich zugänglich ist, was ein Teil von 4wheel24 ist und auch ein Teil unserer internen eigenen Community. Und ich denke auch sehr geschätzt bei den Firmen. Definitiv. Wenn du mal gerade auf die Uhr guckst, also lieb. Ja, 13.05 Uhr. Ich muss fahren. Ich weiß. Ich muss um 17 Uhr zum Zahnarzt. Und in. Ich habe viel im Saarland. Dabei. Nee, ich kriege ja neue Zähne heute Abend. Ja. Der. Betonieren. Machen wir auch. Das ist so, komm jetzt. Ja, vielen Dank euch allen. Ich muss los. Ja. Und Anja, viel Erfolg. Und. Thomas. Thomas und Tobi. Ja, 4wheel24, drehe ich mal um.
Ja, ne? Hier ist es. Ne, einmal drehen, einmal Rückseite. Vorwheel24.de für den verdrehten Rücken bin ich nicht haftbar gleich. Und das Ganze drehen wir heute am 23. November 2022. Ihr werdet berichten und Instagram heißt nochmal wie? Mighty Mo Adventures. Mighty Mo Adventures werde ich verlinken. Danke. Tschüss. Tschüss.